So, recht herzlich willkommen zum Expertenquiz, die erste Ausgabe, und das ist das Intro. Was ist da live? Das ist ja geil. Das ist beeindruckend. Expertenquiz. Ja, das cool. Ganze ist ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Sagt man das so? Gestrickt, ja, ne? Ja, ja. Hab ich gut gemacht. Ja. Ja. Er kriegt 5 Punkte. Ja. Ich stimme Hauke zu. Das ist ja krass nicht, wir haben schon gebuzzert. So wenig Zeit haben wir nur. Das ist aber ganz schön krass. Ja, entweder weißt du das oder du machst den Matteo Gino. So nenne ich das ja auch gerne, wenn man sagt, ich weiß es. Nee, das haben wir nie gemacht. Das haben wir nie gemacht. Ihr habt das jetzt gemacht. Wir haben das nie gemacht. Wir haben innerhalb von der ersten Minute beantwortet. Immer reingeknallt. Jetzt sehen wir völlige Kacke gerade, oder? Das war genau umgedreht. Hä, das ist umgekehrt. Wollen wir eine Wette draus machen? Das war geil, wie schnell es 200 Döner wäre ich bereit zu wetten dafür. 200. Dass wir das weniger gemacht haben als Sie. Okay. 200 Döner, so viel Geld hast du gar nicht. Das brauche ich ja nicht, weil wir gewinnen. Dass beim letzten Quiz euer Team mehr Zeit verbracht hat zwischen Fragestellung und Beantwortung als unser Team. Ja. Das ist richtig. Okay, 10 Döner. 10 Döner, also wir, jeder 5. Du bist Community drin. Zählt du nach. Nicht, du glaubst es also nicht. Gino, du weißt selber, du weißt, was die Wahl ist, ne? Nein, ich kann es halt nicht beurteilen. Ja, er kann es nicht beurteilen. Er meint das letzte Quiz. Wo du dabei warst. Ja, wo wir alle 4 waren. Wo wir 4 dabei waren. 200-Euro-Quiz. Boah, haben wir davon halt nicht eine Aufzeichnung? Haben wir keine Aufzeichnung mehr von. Haben wir keine Aufzeichnung, vielleicht können wir leider nicht machen. Warte mal, kommt Gino entgegen. Der Chat soll das entscheiden. Wer länger rumlabert beim 200 IQ Quiz? Ey, nee, komm, nicht entscheiden. Du hast eben gesagt, das ist faktisch so. Ja, glaube ich auch. Ich mache keine Dönerwette auf. Der Chat soll das entscheiden. Nee, ich meine, wir können es aber nicht beweisen, wenn wir kein VOD haben. Dönerwetten sind heilig. Da können wir nicht mit Meinungen arbeiten. Stimmt. Ey, ich muss ja auch noch einen Döner geben. Müssen wir vor Japan nochmal alles. Wie dem auch sei, heute gibt es das Expertenquiz zu Harry Potter. Mir, ja? Wir werden feststellen, wer von euch beiden weniger Experte ist im Harry Potter-Universum. Von euch beiden mache ich dann die beiden Teams. Mach dein Handy aus. Der Stream ist an. Oh. Wollt ihr auch? Hä? Bist du unprofessionell? Das ist Ghost! Dass du dein Handy überhaupt im Studio hast. Ja. Oh, das Mikro ist wieder ausgefallen. Woran mag das wohl liegen? Ist vielleicht habe ich mein hier. Handy neben meinem. Ich habe gesehen, dass er das auch hier hat. Jeder hat sein Handy im bei Studio. Bei einem Quiz spring dein Handy raus. Und du auch. Ich habe mein Internet Quatsch. Aus. Das haben wir doch nie. Ich habe noch nie mein Handy benutzt hier. Ey, wie unprofessionell. Ich habe doch nie mein Handy benutzt. Ey, jetzt seid mal ruhig, lass Maurice so mal genau. Die Show erklären. Ich erkläre euch jetzt, was heute abläuft. Und zwar werden wir 5 Runden spielen. In jeder Runde gibt es 100 Punkte zu gewinnen. Also gibt es insgesamt wie viele Punkte? 500! Korrekt. Haben wir schon 100? Nein. Insgesamt gibt es 500 Punkte zu erspielen. Okay. Die Runden funktionieren alle ein wenig anders. Die erste Runde wird eine Buzzer-Fragen-Quiz-Runde sein. Oh, hört auf jetzt zu buzzern. Mann, ey. Ey, wer den Buzzer drückt jetzt, kriegt Strafpunkte. Hey, hier wird doch gerade auch gedrückt, genau davor. Jetzt niemand mehr. Ab sofort niemand mehr. Ab sofort niemand mehr. Ab sofort niemand mehr. Ab sofort jetzt niemand mehr. Wer Strafen fordert, kriegt Strafpunkte. So, die erste, wie gesagt, Runde wird Buzzer-Fragen sein. Das heißt, ich stelle eine Frage und ihr drückt den Buzzer, wenn ihr glaubt, es zu wissen. Ich erkläre die Runde nochmal genauer, sobald es wirklich dazu kommt. Also wenn wir die jeweilige Runde anfangen. Danach folgt eine Schreibfragen-Runde. Dort schreiben beide Teams auf, was sie denken richtig ist. Und ich bzw. der Chat zusammen entscheiden, welcher richtiger liegt oder ob beide richtig liegen. Dann gibt es Fehlerfragen. Bei den Fehlerfragen zähle ich Dinge auf und ihr müsst... ihr müsst herausfinden, was an den Sachen falsch ist. Oh, wie bei Endgegner. Bei Argumentation gibt es weder richtige noch falsche. Ich habe keine Ahnung, ich gucke. Ist okay, ich auch nicht. Ich weiß nicht, was ich meine. Ja, was bei, passiert? Er hat Gino suggeriert, dass ich irgendwas bei den Rocket Beans geklaut habe. Ich habe gesagt, das ist wie bei Endgegner. Ich habe nicht suggeriert, dass irgendwas geklaut ist. Er hat das klar gesagt. Er hat das gesagt. Das suggeriert wäre ja, wenn man nur so das andeutet, aber er hat es ja gesagt. Bei Argumentation gibt es weder falsch noch richtig, sondern ich stelle euch eine Aufgabe und ihr müsst euch eine Argumentation überlegen. Oh, fuck. Der Chat entscheidet dann, wer besser argumentiert hat. Dafür die Buzzer hören euch. Ich bin so schlecht in so Speed-Spielen. Ich werde nie diesen Buzzer treffen, bevor ihr da drauf gehauen habt. Ja, ich brauche dich nur beim Argumentieren, Hauke. Ich übernehme den Buzzer, ja? Okay. Zum Finale, also in der 5. Runde, gibt es nochmal Buzzer-Fragen. Und da sehen wir, ob ihr nach der Gesamtzeit euch noch gut konzentrieren könnt und Fragen beantworten könnt. Oh. Ich habe die zweite Kategorie vergessen jetzt schon. Ist egal. Das ist in Ordnung. Gut. Wie lange dauert das ungefähr alles
in welchem zeitlichen Rahmen bewegt sich los, das? Musst du los oder was? Nein, ich frag nur, ist es zwei Stunden Konzentration oder eine halbe Stunde Konzentration? Ein Tipp fürs Leben. Ungefähr. Ein Tipp fürs Leben. Niemals, wie lange dauert das hier alles ungefähr? Ich bin von 90 Minuten ausgegangen. Anderthalb Stunden. Ja, aber ey, stell dir mal vor, da wenn jetzt bereits 15 beginnt, Minuten. Da kommt der Gast rein und sagt, Herr Jauch, wie lange dauert denn das alles hier? Ich muss danach halt auch zurück. Nee, das ist ja was anderes. Aber ist ja eine Frage. Da jetzt bereits 15 Minuten vergangen sind, ohne dass wir vorangekommen sind, schätze ich eher 4 Stunden. Okay, gut. So. Gut gemacht. Jetzt beginnen wir mit den Buzzer-Fragen. Können wir ganz kurz die Vorwissen klären? Ja. Denn Matteo, was hast du, was weißt du? Expert Run. Aber ist auch ein Intro. Das ist geil. Ja. Das ist jetzt warte kurz, wollen wir einmal Gentleman Agreement machen? Ja. Das nein, das ja. Ja, ja, neben. Nebenliegen, kein neben Problem, aber auch nicht hier die Hände nehmen, so eine Kacke. Frage. Wie bei Nerdquiz. Frage. Fragen sind erst gestattet, wenn ich erklärt habe. Sollte die Frage etwas beinhalten, was ich bereits erklärt habe, gibt es Minuspunkte. Oh. Wow, das ist ja krasser als in der Schule. So würde ich auch in der Schule unterrichten. Okay, also. Richtig. Also, was weißt du über Harry Potter? Ich habe keines der Bücher gelesen, nicht mal angefangen zu lesen. Ich habe jeden Film angefangen zu gucken und bin dabei eingeschlafen. Bei jedem Film. Ey, Jungs, Maurice wollte gerade die Regeln erklären. Und ja, schon wieder unterbricht Gino. Ich dachte, wir sind fertig. Jetzt haltet doch einfach mal. Die Buzzer-Fragen. Ich stelle eine Frage. Wenn ihr glaubt, die Antwort zu wissen, drückt ihr den Buzzer und habt insgesamt 10 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Solltet ihr innerhalb der Zeit liegen, akzeptiere ich eure Antwort. Wenn nicht, dann nicht. Solltet ihr falsch liegen oder außerhalb der Zeit antworten, kriegt ihr 10 Punkte abgezogen. Solltet ihr richtig liegen, kriegt ihr 10 Punkte. 10 abgezogen. Ja, eine komplette Antwort. Und es gibt keine Auswahlmöglichkeiten. Korrekt, es gibt keine Auswahlmöglichkeiten. Oh, ihr müsst sind es die wissen. Richtig knüppelschwer. Die können nicht schwer sein. Ich werde doch drücken. Ich weiß jetzt schon 3-4 Fragen, die du nicht weißt, garantiert. Doch, das alle. In strittigen Situationen, ob das noch in der Zeit liegt oder nicht, entscheide ich. Okay. Ja, die meisten Antworten, sind so, dass sie in ein Wort gehen. Manchmal sind es auch 2 oder 3 Wörter. Solange ihr euch nicht unglaublich dumm anstellt und einen unglaublich langen Satz formuliert und es ragt darüber hinaus, lasse ich das meistens noch gelten. Ja, also wenn ihr sagt, Harry Potter, aber Potter ist in also nach der Zeit, dann lasse ich es gelten natürlich. Okay. So. Scheiße, ey. Ich dachte, das wird. Hätte ich davon Fragen stellen? Ja. Gilt Englisch und Deutsch? Ja. Sagen wir mal, es gibt einen spezifischen Namen in der Welt, ich würde ein Beispiel sagen, nennen, weil die nichts wissen und ich will denen das nicht geben. Ich würde sagen, ja, solange es eindeutig ist. Okay. Ne? Also wenn dadurch die Eindeutigkeit verloren geht, aus den Gründen auch immer. Dann hast du auf Englisch gelesen, oder? Safe kommen. Ja, nee, also den dritten habe ich auf Englisch gelesen und ich habe die späteren Filme alle nur auf Englisch gesehen. Okay. Hä? Und wenn dann ein spezifischer Name für ein Kraut, eine Person oder irgendwas könnte sein, dass ich nur in Englischen weiß. Aber größtenteils habe ich die Sachen auf Deutsch recherchiert. Beim ersten weiß ich nur die Deutschen, da weiß ich nicht, wie das auf Englisch heißt. Okay, dann können wir, glaube ich, beginnen. Oder hat noch jemand eine Frage? Nein. Gut. Willst du das mit dem Vorwissen noch besprechen? Ich dachte, es wäre mal ganz sinnvoll, weil du hast noch nichts. Können wir das besprechen? Nichts gelesen, nichts gehört. Ach so, euer Vorwissen, genau. Was habt ihr zum Zugang zum Harry Potter-Universum? Ich dachte, du wärst riesiger Harry Potter-Fan. Bin ich ja, ich guck's noch nicht. Okay. Weißt du, was die 3 Hauptcharaktere sind? 3? Harry Potter oder nicht? Okay. Harry Potter? Wieso spielen wir da ein Team? Was habt ihr? Ihr habt die Bücher gelesen und die Filme gesehen. 3 Bücher gelesen oder 4 oder so, aber alle Filme gesehen, ja. Du auch. Ich habe die Bücher gelesen, aber das ist ja schon, keine Ahnung. Ewig her. Ja. Und das letzte rausgekommen. Fantastische Tierwesen, auch beide reingeknuspert. Okay. Ich weiß, dass Dumbledore homosexuell ist. Das habt ihr aber was? Was? Ja. Doch, Spoiler, maybe? Ja, das ist, das ist kein Spoiler, das wusste das nicht. Das ist ein Riesenunterricht. In seinen Briefen im 6. Teil. Wie kann man so hinterm Mond leben, obwohl man Internet... Ich habe Instagram gelöscht. Was, wirklich gelöscht? Ja. Du hast es nicht mehr? Ich habe vorgestern Instagram gelöscht. Ist Saruman hetero? Das war doch so ein Meme sogar, wo Saruman. J.K. Rowling, dann sind irgendwie draußen so Polizisten und sie sitzt so drin und dann sie tweetet gerade und dann ist halt irgendwie so, Harry ist ein Transvestit und Hermine steht auf Bondage und so. Hört sie auf, J.K. Rowling. Ich würde nicht so viele Tipps geben, vielleicht sind ja einige der Sachen Fragen. Ne? Ich habe auch die Bücher gelesen. Was ist jetzt, wenn die Frage ist? So, ich bin ready. Okay. Genau, ansonsten beim Draufhauen nicht übertreiben, ne? Am besten die Hände in der Nähe haben und nicht mit einem Hammer oder so. Ich werde nicht einmal drücken, aber ja. Weil wir hätten nur einen Ersatzknopf, wobei ich hätte sagen sollen, wir haben keinen Ersatzknopf.
Ja, wir haben keine Ersatz. Um Spielen werde Fuck, ich kann stellen meine Herzfrequenz. Dann kriegt man danach eine Gummiente. Okay. Stell meine Herzfrequenz. Ja, gucken, wie aufgeregt ich bin. Bei 120 muss ich gehen. Alter, ich bin jetzt schon bei 160. 65, geil, 75 bin ich. Okay. Voll entspannt. Wir beginnen. Alter, Gino ist ja... Die erste Frage. Wie heißt der berühmte magische Baum aus Band 2 und 3, der sich am Rande des verbotenen Waldes befindet? Ich weiß es. Die peitschende Weide. Ja. Das ist richtig. Alter, Hauke! Du bist ja richtig krass. Ich wusste es sofort, ich war mir nicht sicher. Die peitschende Weide. Voll gut. Machen Sie 10 Sekunden lang. Das wäre nicht geil. Wissen, wenn wir gerade auf. Ja, das ist schon... Das hätte ich gar nichts mehr. Jetzt wird zerstört. Genau. So, ich glaube, ich muss den, glaube ich, den Dings das Tick ein bisschen leiser machen. Ich übertreibe es nicht, aber so minimal. So, okay. Die nächste Frage. Wie viele Punkte ist das Fangen des Schnatz? 150. Das ist richtig. Alter, nicht schlecht. Alter, geiler Typ. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es 15 oder 150 sind. Ja, ich hatte 100. Ja, von wegen weiß gar nichts. Ja, der tut dann so. Zahlen. Der hat sich gestern noch alle Filme angeguckt. Ja, genau, alles. Als wir streamt haben. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. An der Stelle fällt mir etwas auf, weil mir das gerade bei der Frage in Sinn kam. Und zwar... Bei Theo nervt. Und zwar... Er kann da hingucken. Ja, ich hab's gelesen. Ja, ihr könnt dabei denken. Wow. Ein bisschen. Und zwar... solltet ihr drücken, bevor ich die Frage komplett beendet habe, lese ich nicht weiter. Habe ich nicht gesagt, ist aber wichtig vielleicht. Okay. Fuck, ich weiß gar nichts mehr. Weil hier fehlte noch in Quidditch Wert zum Beispiel. Ja, danke. Nächste Frage. Jetzt legt er seine Hand da doch hin. Was hat Harry im ersten Film im Zoo verschwinden lassen? Die Scheibe. Ey, willst du Alter, wie gut. Ob du die wohl alle ich gesehen hast? Ich habe gesagt, die ersten 10 Minuten von jedem Film habe ich gesehen. Und das waren die ersten 20 Minuten ungefähr. Ja, tatsächlich. Auch das ist richtig, die Scheibe zum Schlangengehege. Das Problem ist, so schnell denke ich einfach nicht. Voll ich brauche immer richtig lange für Richtig sowas. Gut, Matteo, du holst die Runde hier. Also das ist so lächerlich, eigentlich, dass ich überhaupt eine Sache schon wusste. Weil er hat alle Bücher gelesen. Ja, aber das ich ist, wie, das ist, wann ist denn das letzte Buch rausgekommen, ey? Okay. Vor 8 Jahren oder so? 2009. Frage 4. Hier bin ich ein bisschen unsicher mit der Aussprache, aber ich gebe mir Mühe. Was bewirkt Fidelius-Zauber? Fidelius. Ich könnte raten. Ich weiß ja gar nichts, Alter. Ich könnte raten. Fidelius. Ich würde aber nicht raten, Gino. Wir kriegen zu viel Abnehmen. Ich weiß es, glaube ich, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auch nicht. Obwohl, Also ich drücke nicht, aber ich würde... Also, sag es mal nicht, was er gesagt hat. Ja. Glaub mir, ich klau dir das. Ja. Okay, keiner möchte antworten. Oh, ja. Können wir kurz vorher drüber sprechen? Ja. Was denkt ihr denn? Ja, nee, keiner möchte antworten. Du sprichst jetzt, Alter, was machst du denn? Jetzt ist geschlossen. Okay, ich dachte, du sagst, lass noch nicht schließen, lass erst drüber reden. Und die sind natürlich schlau. Gino hat das auch so gemacht. Nein. Ich hab schon gesagt, ist jetzt geschlossen. Ich nehme alles zurück. Was denkt ihr denn, was der Fidelius macht? Ich glaube, das macht einen glücklich, so wie Fidel, wisst ihr, was ich meine? Also wenn einer traurig ist, dann zaubert man das, ist er glücklich. Aber das ist nur geraten. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht, wo das vorkam. Aber ich hätte jetzt Liebe. War das nicht der Liebeszauber? Nee, okay. Der Fidelius-Zauber versteckt einen Ort. Damit können Orte geheim gehalten werden. Und nur der eine, der es weiß, der weiß dann, wo der Ort ist. Okay. Und der ist dann der Geheimnisbewahrer. Hätte ich nicht gewusst. Das wäre ja auch nicht wir müssen mal eine Rückrunde machen. Irgendwie dazu, weil voll Bock, alle ich bin jetzt schon komplett lost. Richtig gute Frage. Ja. Okay. Let's go. Frage 5. Im Schreiben zur Einschulung wird den Schülern Hogwarts das Mitbringen welcher Tiere nahegelegt? Eine Eule. Ja, aber was noch? Tiere, Eule, Ratte? Nee, ich weiß es nicht. Ich sag Eule, Ratte. Ich wusste nicht, es mehrere sein. Okay. Ja, die beiden wusste ich auch noch, aber... Warte, das darf man nicht mehr, ne? Das kann ich nicht gelten lassen. Wenn es wenigstens 2 von 3 gewesen wären, dann war es so. Das war nicht mal Ratte. War Eule, es ist Eule, Katze. Katze, Eule und Kröte. Kröte. Ah, scheiße. Shit. Das wäre jetzt auch, ich wusste nicht. Aber jemand hat eine Ratte. Ne? Ja, genau, Ron hat eine, aber im Schreiben stehen die 3. Ah, also Speedrunden sind Müll für mich, meine ich mehr. Du musst es machen. Hä, du hast die ersten 10 Punkte geholt. Ich wusste noch nichts wieder verloren. Geil. Okay, lass nur sicher drücken. Ja, jetzt sowieso. So, da bin ich gespannt, ob ihr das wisst. Die 6. Frage lautet, wie heißen nicht magische Personen, die jedoch magisch begabte Eltern haben? So easy. Warte. Nicht magische Personen?
Squid. Ey, wenn das richtig ist, willst du mich verarschen? Das ist richtig. Das ist so tick-spezifisch. Alter, ich bin ja so, so ein krasser Dude. Spezifisch. Ich bin, was ist denn bei mir eigentlich los? Sag mal, hab ich denn warum so, weißt du das denn alles? Ey, warum fallt ihr da noch drauf ein? Er ist so ein Typ, der sagt, oh, ich habe so wenig gelernt. Ich habe die Klausur richtig verschissen. Und dann eine schöne gut, Eins Matteo. Nach Hause ja, bringen. Ey, das ist, ich hab so, wie ist das schäbig? Es könnte sein, dass wenn ich schlafe, ich Informationen aufnehmen kann in mein Gehirn. Mhm. Wahrscheinlich. Ja, es das könnte auch sein, dass du von Anfang an Moment nochmal, warte nochmal einen Moment. Oh, oh. Sag nochmal das Wort genau. Squid. Buchstabieren? Muss ich nicht. Ey, was muss ist das denn? Okay. Muss ich buchstabieren? Wir müssen mal nichts buchstabieren. Nur der letzte Buchstabe. D. Okay, dann gebe ich euch nur 5 Punkte. Ey, wir mussten noch nie buchstabieren bei Rechts. Was ist das für ein Unterschied, ob es Squid oder Squid? Okay, warum muss ich... Es ist Squib mit B. Das ist... Okay, Alter, das okay, sag, okay, ich wollte gerade sagen, okay. Setz dich wieder hin, Alter. Das ist komplett falsch. Punkte, da sind 5 Punkte schon echt krass. Ja, das finde ich auch schon. Ich dachte D oder T. Ja, wenn er nur, wenn er es nur geguckt hat und nicht gelesen hat... Ich will jetzt hier keinen Streit anfangen, aber es war einfach falsch. Ich habe es ja nur gehört von der... Ich kann es ja nur hören. Und ich will euch auch dazu ermutigen zu drücken, deswegen mache ich 5 Punkte. Ich dachte D oder T, das ist nicht... Aber wir lassen es mal okay. Super fair. Ja, ja, ist okay, ist okay. Ja, ja, bei 20 Punkten Vorsprung. Super fair. Okay. Nee, lass mich gehen. Okay. Ich sag gleich einfach Mops, und wenn das der Katze war. Okay. Was für Wesen arbeiten an den Schaltern von Gringotts Bank? Wie heißen die? Ja. Kobolde. Richtig. Kobolde. Ja, ich hätte Goblins gesagt gerade. Ja. Ich dachte so Zwerg, 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 fuck, fuck, fuck. Ja, also ich wusste, dass so kleine sind, wurde so Kremlins. Das wäre so eine geile Welt. Ja. Oh Mann, ey. Wäre das geil, wenn da Gremlins arbeiten würden. Gib's in den Gang. Wir haben das sofort einfach weg. Harry Potter nur mit anderen Dingen. Das wäre viel geilerer Film, ey. Okay, Frage 8. Wie heißt der Nachfolger von Professor Quirrell? Nee, weiß ich nicht. Spielt ja in den späteren eine voll große Rolle, aber. Einer der Nachfolger oder genau der danach kommt? Der genau danach kommt. Scheiße, Mann. Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, also, ich kann es nicht sagen. Aber wir schließen. Können wir besprechen? Nein, wir schließen. Also, ist es. Ist geschlossen jetzt. Was sagst du? Ist geschlossen. Ich weiß den Namen nicht, aber es ist doch dieser, der so auf Playboy macht. Hey, ich dachte, das ist die in den Pinken, ist die Nachfolgerin von ihr. Ich dachte, sie ist ja richtig später. Wenn es geht das ist, ist Gilderoy Lockhart. Es geht ja um diese... nee, aber Gilderoy Lockhart ist Verteidigung gegen die... Ja, ja, alle das, alle das sind verteidigt. Gino hat recht. Jedes Jahr ist Lockhart. Ach so, es ist Lockhart. Ist ja der Loop von... Das war der Playboy-Typ, oder? Genau, ja, genau. Ich hatte den im Kopf, aber ich wusste nicht, wie der heißt. Scheiße. Aber man darf sie trotzdem besprechen eigentlich, oder? Innerhalb der... Aber die dürfen dann auch drücken, wenn die sie können halt klauen. Ja, so, ne? Aber nicht allzu lange. Aber lass besprechen, weil das hätte ich mir drauf kommen können. Wenn wir nicht sagen, wir wollen uns besprechen, warte noch. Genau. Aber hättest du gesagt, so der Playboy? Ja, ja, I know. No. Okay. Dann hätte ich aber auch, hätte er gesagt, der Playboy ich sofort drauf gehämmert, hätte es geklaut schnell. Frage 9. Wie heißt der Besen, den Harry Potter von Sirius geschenkt bekommen hat? Oh, ich bin mit. Welcher von denen ist soll ich pokern? Nimbus 3000. Na? Es ist ein Nimbus, aber nicht 3000. Nee, es ist nicht 3000. Es ist nicht 3000. Ich war mit der Zahl halt nicht ist sicher. 2000. Ist 2000. Nee. Der erste ist 2000, dann später kriegt er noch... Ja, Feuerblitz, aber das ist nicht von Sirius. Doch, Feuerblitz ist von Sirius. Okay, Feuerblitz. Du musst nicht mehr trauen, das wäre schon die zweite Antwort. Scheiße. Mit jemandem, der schnell ist, für uns ist ja okay. So räudig. Punkt Abzug. Ja. Was ist gerade räudig, dass ihr Sachen wissen? Nee, alles gut. Ja, was ist denn euer Problem? Also, wir haben kein Problem. Okay, die letzte und 10. Frage. Ja, fuck. Okay. Ach, das war's dann schon mit dem Buzzer? Mhm. Okay. Mhm. Was haben Fred und George Weasley... Nein, nicht was, Entschuldigung, ich fange nochmal vorne an. Wann haben Fred und George Weasley Geburtstag? Keine Ahnung. Wo soll man das denn wissen? Man müsste ja Harry Potter kennen, um das zu wissen. Hätte es lesen müssen. Oder mal daneben eingeschlafen sein und trotzdem alles wissen. Aber das passiert ja niemandem. Haben am selben Tag Geburtstag? Das ist so die Frage, ja, kann Sinn ergeben. Haben die nochmal Geburtstag, Alter? Ich schließe. Oh,
Darf ich noch? Ich würde gerne winnen. Okay. Ja, wenn denn jetzt? Ja. 1. April. Richtig. Wow. Nice, Alter! Nice. Geil, das nice. Ist gut. Gut gegambelt. Gut, gut gegambelt. Ich wusste was. Wusstest du so das? Sehr guter Tipp. Also ich habe es mir hergeleitet, ja, wegen 1. April, weil die halt die Spaßvögel sind. Ja, ja. Also genau. Überlegt, welcher Tag passt es am besten? Ist schon sehr gut. Das ist sehr gut. Echt nice. Gut deduziert, ja. Ey. Ja, richtig. Ja, nice. Ja. Nicht schlecht. Gut gemacht. Absolut. Scheiße. Ich habe alle Punkte nicht geholt, aber ich habe egal. Trotzdem, du hast doch trotzdem welche. Gut. Den Fall ist nicht gesagt, das ist korrekt. Auch nicht. Ja. Aber wenn du musst ja nicht gucken sollen. Ich war mir schon relativ sicher, dass das nicht ist. Okay. So, jetzt kommen wir zu den Schreibfragen. Okay. Gott, ey, das. Jetzt werden wir aufräumen. Da musst du jetzt. Richtig auf so. Schreib, wie, ich habe vergessen, wie die funktionieren. Das war genau. Keine Frage. Genau, ich erkläre das immer, bevor die Runden losgehen, wie das genau ist. Bei den Schreibfragen habt ihr 3 Minuten Zeit, also recht lang. Ihr könnt euch richtig besprechen. Krass. Und eure Aufgabe ist es, eine von mir gestellte Frage zu beantworten. Mhm. Also relativ simpel. Mhm. Der Chat entscheidet dann. 3 Minuten pro Frage. Oder ich entscheide dann, wer richtig liegt oder bessere Antwort gegeben hat. Eine richtige Antwort oder die bessere ist 25 Punkte wert. Oh. Ui. Alter, hoffentlich sind die Fragen richtig knüppelhart, so dass nur Matteo die weiß. Ja, und genommen waren das schon die Regeln. Okay. Bin ich gespannt. Dann lesen wir die Frage vor. 3 Minuten, also, wie hart sind die Fragen? Was, müssen wir jetzt einen Aufsatz schreiben oder ja, was? Ja, klingt so. Ist relativ einfach. Okay, aber warum 3 Minuten? Also, da kann man einen Zettel lesen. Weil das vielleicht viel Diskussionsbedarf für euch. Okay, also, okay. Warte, ich mach so. Wenn ihr vorher fertig seid, seid ihr vorher fertig und schließen wir, ne? Alles klar. Okay. Achso, dürfen beide schreiben oder müssen wir ein Ergebnis abgeben? Ihr müsst ein Ergebnis mir dann. Okay. Bei dieser Frage müsst ihr ein Ergebnis mir abgeben. Erstmal dann jeder schreibt für sich. Okay. Und dann gucken wir am besten, also sagt auch nicht, was ihr gemacht habt, wo ihr für euch letztlich final entschieden habt. Am besten. Weil ich werde den Chat in diesem Fall anonym fragen, welche Antwort besser ist. Oh, krass. Besser sogar. Ja. Ja, ja. Es gibt keine eindeutige Antwort. Geben es dir? Genau. Okay. Weil bei der ersten Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Okay. Für die neues Gentleman's Agreement, lass mal bitte nicht versuchen, das auszutricksen, diesen Mechanismus. Okay. Nee. Wieder noch. Ja, indem man eine super lustige Antwort aufschreibt und dann versucht klarzumachen, dass man die lustige Antwort aufgeschrieben hat. Ja, ich glaube, hier gehen nur lustige. Ach echt? Ja, dann dürfen wir lustige, aber man darf es nicht klar machen, wer die, Wer die also gesagt hat. Also ihr müsst jetzt Psychologie denken, was der Chat gut findet. Aus welchen Gründen auch immer. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, ja, okay. Ob der Chat es passend findet, ob er es lustig findet oder was, das müsst ihr euch denken. Okay, es ist also, okay. Okay, die Aufgabe lautet, wählt den passenden Patronus, also dieser Tierverteidigungszauber, für den Schlagerstar der Wendler. Hm, verstehe, okay. Wenn im E-Auge ist. Ja. Nee. Also ja, aber nee. Ja, dann bin ich gespannt, was du machst. Ich überlege. Du hast einen ja. Oder? Auch im Chat sind sehr interessante Vorschläge. Problem ist, du hast gesagt, du benutzt kein Instagram mehr und nichts. Du weißt wahrscheinlich überhaupt nicht über den und alles, was ich der... weiß nichts über den. Okay, ich lass weiß nicht nur, über ihn reden. Nicht, nein, pst! Ihr seht, muss man auch nicht unbedingt ein Experte in Harry Potter sein, um hier zu gewinnen. Kann ich die Frage bitte noch einmal hören? Ja. Wählt den passenden Patronus für den Schlagerstar der Wendler. Zum Patronus habe ich gesagt, das ist dieser Tierverteidigungszauber. Denk mal, Mimik. Das ist Mimik. Okay. Also was schreibst du denn da auf? Ich überlege halt noch. Ja, merke ich schon. Wie viel Zeit haben wir noch? Nur ungefähr die Hälfte. Okay, ich brauche die Zeit auch. Na, Chat scheint sich mittlerweile größtenteils zu einigen. Es gibt noch so ein paar, die an anderen Lösungen festhalten. Ich habe so 3, glaube ich, relativ oft gelesen von den Tieren. Ich habe keine Ahnung, Hauke. Ich weiß nicht, ich kenne... Hast du meins gelesen? Ja, das habe ich gelesen. Ich finde das ganz gut. Lass das einfach nehmen. Ich überleg noch, aber ich finde den auch, nehmen wir einfach. Ich muss halt auch gestehen, dass ich dem jetzt nicht so viel folge, wie ich vielleicht sollte. Ist wahrscheinlich noch eine Minute so. 3 Minuten ist echt lang, ey. Hm.
Vielleicht 2 Minuten nächstes Mal. Ja, vielleicht. Ah, so muss ich entscheiden. Ja, bei den anderen werdet ihr, glaube ich, gar nicht die gesamte Länge immer brauchen, deswegen. Ja, nee. Nee? Ja, also dann lieber das. Nee. Safe. Große Uneinigkeit im Team Matteo und Gino. Ich will irgendwas mit diesen Dingen. Ja. Fällt dir irgendwas damit ein? Das ist nicht mehr... Doch, doch, das ist krass. Ja, aber nicht wie das. Noch ein bisschen gebrainstormt. Nein, nein. Du guckst gerade, du meinst Social Media, ich meine gerade Twitch. Das ist schon alles echt gut. Okay, das ist aber, meins. Das ist richtig krank, ohne Scheiß. Wenn wir irgendwas damit finden... Ja, aber okay, wie willst also du da jetzt was finden? Nur noch wenige Sekunden. Also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass das akut auf, zieht das gerade mehr. Bitte einigt euch und gebt ab. Also wenn du was findest, okay, aber ich glaube, akut ist das mehr. Dann gehen wir ab. Ich habe aber nur irgendwas okay, aufgeschrieben. Dann mach. Dann das. Ja, schneid die beiden durch und dann geben wir das ab. Abgeben, okay, bitte. Ab. Okay. Wir behalten uns den anderen noch als. Ja. Du musst auch richtig vorlesen, ja? Verstehst du, wie man das lesen muss? Er schreibt das rein, glaube ich, ja. Ja, ja. Ich weiß nur, dass er ein Meme ist und irgendwas macht. Keine Ahnung. Ja, nichts mich. Verraten, nichts verraten. Du so gibst Hinweise darauf, was wir auf diesen Zettel geschrieben haben. Ja, okay. Also, der so, Chat muss jetzt raten. Wenn du jetzt sagen würdest, was du über den weißt, so, könnte das schon ein Hinweis darauf sein. Genau, jetzt ruhig sein. Der Chat muss jetzt entscheiden. Wir machen ein 1-2-Vote. Das erste, was ich vorlese, ist natürlich die 1. Und das zweite, was ich vorlese, ist natürlich die 2. Die erste Antwort ist der Schwanzlurch. Die zweite Antwort ist der Eckgal. Der Eckaal. Was? Eckaal. Mhm. Eins oder zwei? Der Schwanzlurch oder der Eckaal? Schwanzlurch 1. Egal. Egal. Schwanzlurch 1. Ein knappes Höschen hier. Wirklich? Ja. Das sind auch beide einmal nicht so gut, oder? Weiß nicht. So, ich warte entweder das Endergebnis ab oder bis wir 400 Votes beisammen haben, damit das nicht zu lange dauert. 400? Gucken so viele Leute zu? Okay, wir sind über 400 Votes. Modalwert ist 2 mit 53%. Was hat gewonnen? 2? Ja, 2. Der Egal. Klar, aber das ist halt so, okay. Ja, aber gesagt, wissen, das okay. Das war das Scheiße. Ich hatte erst eineugige Rosenschlange. Das dachte gewonnen. Ich, ist kein richtiges Tier. Und dann dachte ich, der Schwanzlurch ist besser. Ich fand's auch nicht so richtig gut, aber es war... Es geht um Gewinn. Ach so, das ist der mit... Egal! Das ist der Egal. Genau. Danke, Chat. Sorry, ich kenne mich bei sowas halt echt nicht aus. Ist aber auch egal. Egal. Die zweite Aufgabe. Ich komme nicht so viel ACT vor. Hier gibt es eine wahre Antwort. Okay. Hier geht es darum, wer näher dran ist. Ihr müsst nämlich etwas schätzen. Und kriege ich meinen Zettel wieder? Ja. Müssen wir nicht immer den neuen da Zettel? Da ist dein Stift. Ich habe deinen Zettel nicht. Das hat er weggeworfen. Das war zwei Zettel, oder nicht? Ja, aber ich habe das dann noch nicht durchgeguckt. Nimm dir doch bitte einfach einen Zettel und wirf den nächsten Mal. Okay. Da es hier egal ist. Egal. Könnt ihr die hier beschreiben. Ja, ich will aber meinen. Bin ich okay, können wir die Frage hören? Okay. Hast du noch was vor, Hauke? Die Frage lautet, also hier gibt es eine wahre Antwort, ja? Die Frage lautet, in wie viele Sprachen sind die Harry Potter Bücher übersetzt worden? Stand 1. Februar 2018, weil das die aktuellste Zahl ist, die ich gefunden habe. Wie viele Sprachen? Die Frage aufschreiben. Ich habe eine Frage an dich, Gino. Warte, ich habe ungefähr eine Antwort. Ey, wollt ihr mich verarschen? Natürlich steht da, wie viele Sprachen gibt es? Und dann schreibt Aim eine Zahl auf, die er denkt, wie viele Sprachen es gibt. Darüber könnt ihr euch offen unterhalten. Die Frage ist ja, aber die Antwort, wie viele Sprachen es gibt, soll er mir doch nicht laut geben. Ist doch dumm. Das ist doch Info für euch. Steht da, wie viele Sprachen gibt es? Also ruhig jetzt, macht jetzt euren eigenen Scheiß. Aber steht da so ungefähr 72? Auch das muss man ja erstmal wissen, wie viele Sprachen es gibt. Nee, dann gibt es wahrscheinlich mehr. Zumindest gesprochen oder geschrieben. Ich würde schätzen... Ja, dann... Was hast du denn? Ich würde sagen, mindestens so viele auch. Also, ich dachte... Weißt du, was ich dachte, was du da stehen hast? Viel mehr sagen. Ich so, okay. Das würde ich eher so sagen. Ja. Ja, sowas wie... Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Das ist dichter? Ja, wirklich? Ich glaube eher das und vielleicht sogar... Krass. Ich kann mich auch irren, aber... Nicht, so viele. Gerade so... Asterix wurde bestimmt häufiger. Kleinere, da wird es nicht drin übersetzt, sondern dann wird nur... Aber allein in China gibt es...
Ja, aber es wird dann nicht in jede, jeden stimmt. Dialekt, sondern dann ist so eine. Ja, dann macht es dann nicht Sinn, dass es dann mehr ist. Was würdest du dann sagen? Ja? Dann würdest du vielleicht sagen, so. Okay. Ja, oder machen wir so. Also wenn das wirklich dann so ist. Ja. Ich finde deinen Tipp nicht völlig schlimm. Ja, ich habe den Timer gerade vergessen. Ja, okay. Das würde so bis ja. Oder? So ja, finde ich gut. Deswegen starte ich jetzt einen Minuten-Timer. Das könnte auch sein, aber. Eingangs hatte ich das hier. Eingangs hatte ich das hier. Wie viel ist das? Aber du schreibst so hässlich, Alter. Eingangs hatte ich das. Kannst du mal. Ist egal, in dem ich mal. Solange ihr nur eine Zahl da stehen habt. Ja, nur die könnten sich ja noch verplappern, dann ändere ich schnell. Das hatte ich eingangs gedacht. Too much. Ja, okay. Lass uns vielleicht wirklich dazwischen ansiedeln. Boah, das ist aber sehr viel dann. Zu viel? Dann lass. Ja. Okay, das machen wir. Wir sind fertig. Ja. Okay, ihr habt wahrscheinlich viel weniger als wir. Das klang so jetzt gerade. So, okay. So machen. Okay, ihr habt 62. Und wir haben 120. Oh. 120? Ich dachte, ich hätte mal gehört, dass Asterix in 62 Sprachen gesetzt wurde. Und also war das gleich ein Weltrekord. Mhm. Okay. Und ich glaube, Harry Potter wird halt im arabischen Raum und so nicht so. Wie gesagt, wir beziehen uns auf den Stand 1. Februar 2018, was die aktuellste Zahl ist, die ich gefunden habe. Danach sind es 80 Sprachen. Krass, wir näher dran. Da seid ihr näher dran. Ja, mehr knapp, aber. Krass. Naja, nicht so mega knapp. Die hätten wir das genommen. Die sind 40 weg. Wir sind 18 weg. Ah, ja, doch. Dann wären wir bei 19 weg. Wie viele Sprachen gibt es denn? Wie viele Sprachen gibt es denn? Ich hätte gesagt 200. Nee, es gibt viel mehr. Es ist halt die Frage, wer erkennt das als Sprache an? Genau, das ist so die Sache. Ach so, okay. Ist Plattdeutsch eine Sprache oder nicht? Ja, seit 3 Jahren ja, davor nicht. Ist Sächsisch eine Sprache? Gibt es Harry Potter auf Plattdeutsch? Keine Ahnung. Harry Potter auf Plattdeutsch. Asterix gibt es auf Plattdeutsch. Ist Plattdeutsch überhaupt eine richtige Sprache? Ja, seit 2-3 Jahren ist Plattdeutsch anerkannte Sprache. Das ist auch eine Sprachförderung. Das ist auch gut, dass du das über Asterix weißt. Chat scheint 6500 gegoogelt zu haben, wie auch immer das heißt. Ein Buch zu übersetzen ist viel schwieriger als ein Comic. 6.500 Sprachen, Alter. Kann What? Schon hinkommen, wenn du alle auch alle so kleine in China dann irgendwie. Jeder kleine Stamm kann ja eine Sprache haben. Ja, genau. Okay. Okay, weiter. Also 80 Sprachen, alles klar. Okay, die dritte Frage. Hier ist es wieder so, dass der Chat wählt, wer die bessere Antwort gewählt hat. Egal. Und egal. Das heißt auch wieder anonym abgeben und so weiter. So. Dann nicht egal. Wählt einen fiktiven Charakter aus einem anderen Universum, der mit Harry Potter befreundet sein könnte. Gino, ich habe die Top-Antwort. Ich muss erstmal überlegen. Richtig ist fiktiver Charakter, keine Real-Life-Charaktere. Schreib ein paar Highlights auf. Der Wendler ist für mich zum Beispiel ein Real-Life-Charakter, den würde ich nicht zählen lassen. Okay. Dann lass den nehmen. Ja. Okay, wir haben unsere Antwort. Ich will jetzt erstmal überlegen. Haltet doch mal alle euer Maul jetzt! Ich kann so nicht denken, ey! Nervig, ich kann auch nicht mit ihm interagieren jetzt. Er hat einfach gesagt, nee, ich will das auch nicht aber sehen. Aber ich weiß doch, ich will auch nicht sehen, was du aufgeschrieben hast. Nein. Wenn ich jetzt sehe, was du aufgeschrieben hast, dann weiß ich doch gar nichts mehr. Du weißt jetzt auch nichts. Ja, dann Punkt. Problem ist dadurch, dass er seinen so witzig fand, ist es eh wieder ein Hauspunkt. Okay, ich würde sagen. Ich würde sagen, dreh den Zettel doch mal so. Wir haben schon abgegeben. Warte noch mal, chill doch mal. Ist doch egal. Sieht man doch immer gar nicht. Ja, aber die kann das doch sehen. Der Chat kann es doch sehen. Nee, sieht er gar nicht. Okay, es ist kacke, brauchst nicht weiterschreiben. Tut mir leid, das ist echt keine gute Idee. Aber das könnte gewinnen. Kann ich dir meine zeigen? Finde ich jetzt auch kacke. Okay, scheiße. Ihr seid ein geiles Team, muss ich sagen. Ihr seid echt ein geiles Team. Komm, vielleicht finden wir noch einen, der den anderen überzeugt. Ich bin deins kacke. Ich bin deins aber auch kacke. Ich finde meins aber auch kacke. Und dann ist aber auch kacke. Haben wir nicht noch einen besseren? Komm mal noch ein bisschen Zeit. Ich ziehe mal eine Herzrate. Ich mach mal meine. Noch mal bitte bei mir. Zieh mal bitte an. Kann ich hier anziehen kurz? Bei mir wird gerade gemessen, warte. Okay. Ich sage, ich habe so 95. Sagen noch eine Minute ungefähr. Okay, massig Zeit. Egal. Egal. Ist mir egal. Kann ich um Ruhe bitten? 64, 61.
Gina, du bist so ein Sportler. Bin so ein krasser Ausdauersportler. Ja, wenn du, dann weiß ich nicht, musst du was aufschreiben, wenn du beide kannst. Dann nehmen wir deine Hauke. Okay. Okay, abgeben. Aber die werden was Lustigeres haben. Ja, haben die auch. Wir haben nichts Lustiges gefunden. Ey, keine Tipps geben. Ach, scheiße. Wir haben was richtig okay. Lustiges. Okay. So, Chat. Wieder das gleiche wie eben. Die Antwort, die ich zuerst nenne, ist die 1. Und die Antwort, die ich als zweites nenne, ist die 2. Warte kurz, du musst eine Minute warten, dass das alles weg ist. Die erste Antwort ist Van Helsing. Warte. Die zweite Antwort ist Daniel der Zauberer. Welche Antwort ist besser? Van Helsing oder Daniel der Zauberer? Genauso wie eben. Ich warte entweder auf Endergebnis oder 400 Votes. Weil wir so führen. Chat, ich habe einen Puls von 66. Sechs? Wie entspannt das bist du denn? Das geht doch gar nicht. 67. 63. Deine Uhr ist im Arsch. Richtig. Das wollen wir auch mal gucken. 66, also wenn ich alle Harry Potter Bücher dreimal gelesen hätte vor der Sendung und mir die Filme nochmal reingeschlossen hätte, ich auch einen Puls von 66. Ich habe die Woche wieder angefangen zu trainieren. Bestimmt liegt das daran. Man könnte. Allein wenn du redest, musst du einen Puls von 80 bekommen. Ich habe 65 Puls gerade. 65? Ja, ein bisschen. 65 viel zu niedrig. Nein, Sportlerpuls. Ich habe ein krasses. Ruhepuls 40, Alter. Guck mal, du hast mega wenig Stress. Ja, habe ich ja auch. Voll die hohe Herzratvariabilität. Hm? Ja. Ich dachte, es ist fertig. Ja, 64. Alter, ich habe einen 63. Ich bin ja gesund. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin am Sterben. Weißt du noch, als wir essen waren, habe ich gesagt, 90er Ruhepuls. Ich habe einen 63er Puls gerade. Und wir sind hier in der Quizshow. Ich würde die Uhr auch für unfehlbar okay, halten. Endergebnis. Modalwert ist die 2 mit 57%. Ich hätte gedacht, viel so höher. Knapp. Was ja. War's? Das war dann Daniel Zauberer, Daniel richtig? Zauberer. Danke, Chat. Daniel Zauberer ist auch ein guter Freund. Das ist so eine gute Antwort für Harry Potter. Also, wenn ich war ihn ein bisschen früh, aber das war Geschmackssache. Habe ich ihm auch gesagt. Also, als ich ihn gerade gehört habe, war so eine Sekunde, wo ich dachte, man muss die Kunstfigur trennen von den realen Ereignissen des Lebens. Oh. Ist auch ein guter Film. Ist schon, ist ja danach nachempfunden. Also okay, so, beim vierten gibt es wieder eine wahre Antwort. Jawohl. Okay, und zwar lautet die Frage, welcher Film war der letzte, der in der deutschen Fassung gekürzt wurde, um eine Altersfreigabe von 6 Jahren zu bekommen? Boah, bitte nochmal die Frage stellen. Ich weiß es. Welcher Film war der letzte, der in der deutschen Fassung gekürzt wurde, um eine Altersfreigabe von 6 Jahren zu bekommen? Der letzte. Also das heißt der neueste. Genau. Der neueste Film? Ja, also der letzte sozusagen. Der, welcher von denen von 1 bis war der, ne, die höchste Zahl, die quasi noch gekürzt wurde? Genau. Und die alle anderen waren dann schon... Mit dem Zweck, um eine Altersfreigabe von 6 Jahren zu bekommen. Boah, so, oder? Nee, dann die das Filme nicht. Werden halt immer düsterer, ja. Ne? Ja, ja, genau. Aber krass, ab 6 finde ich schon hart. Ja, also ich finde... Ja, das ist doch der, oder? Mit 6-Jährigen würde ich nicht die Filme zeigen. Ja, mit Eltern, ne? Das ist nicht die Frage, was war der letzte Film, der eine Altersfreigabe von 6 Jahren erhalten hat, sondern der letzte Film, wir müssen den Titel aufschreiben. Müssen wir den Titel aufschreiben? Oder Zeit, ich würde sagen, das reicht auch, wenn ihr sagt, der zweite Film oder so. Es muss eindeutig sein. Es gibt ja so viele. Und ich glaube, danach haben die dann gesagt, ey, lass jetzt... Produziere jetzt nur noch. Wenn es eindeutig ich weiß, dass der hier, also der hier war richtig hart. Wie viele Bücher gibt es? Also du meinst hier, ja, das ist der letzte, sehen. Oder was? Nein, nein, es gibt mehr Filme als Bücher. Das ist der letzte, meinst du? Ja, ja, aber... Also es ist irgendwo da, aber... Nee, jetzt also, wir können auch den nehmen, den du... Nee, es gibt mehr Filme als Bücher. Ja, sorry, ja. Also ich weiß es eh nicht. Ja, ja, machen wir. Und ich würde sagen, das ist das letzte. Und danach kamen die, wo die gesagt haben, okay, das ist ab jetzt... Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also ich finde, könnt ihr mir vorstellen. Ja, Gino, ich weiß es leider gar nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann ihn gar nicht auseinanderhalten. Ich weiß, dass der halt richtig hart ist. Und der ist auch mit der Beste. Ist ja auch keiner. Nee, das ist der hier. Ach so. Dann nimm mal den. Ich weiß, dass er auch hart ist, weil der ist so richtig krass. Ja, genau, genau, ja. Genau. Wollen wir den vielleicht dann doch den? Ja, aber der letzte irritiert mich. Ja, aber vielleicht haben die ab da dann, weißt du, du kennst es ja, wenn man so Filme produziert. Das hätte ich jetzt auch, deswegen habe ich das aufgeschrieben, aber. Weißt du. Ey, weiß nicht, mach nach deinem Bauchgefühl. Ich hätte halt der gesagt, aber das letzte hat mich halt irritiert. Mach nach deinem Bauchgefühl einfach. Doch nur gesagt, aber ab 6, ey. Okay, dann lass das so machen. Ich dachte, ab dem 6. Dann lass es machen. Wir schreiben den Namen auf des Films, ja? Ich habe einen 64er Puls. Ihr wisst sogar den Namen des Films?
Ich, Gino, Gino gesagt, ja, ich nicht. Es muss eindeutig sein. Ich könnte nicht alle Namen der Filme sagen. Ich schon. Ich glaube, ich auch nicht. Könnte vielleicht drei sagen. Von den sechs würde ich hinkriegen. Heißen die genauso? Heißen genauso. Ah. Also sechs würde ich hinkriegen, glaube ich. Hier ist auch nicht, wer näher dran ist oder so, sondern ihr müsst treffen, dann gibt es Punkte. Sonst ja, nicht. Also dann gehe ich nach Bauchgefühl. Ja, okay, ich sagen, wir haben unsere Antwort. Okay, seid ihr? Dann können wir abgeben. Okay, so, was sagt ihr denn so? Ich bin so aufgeregt. Müsst ihr nicht. Wir können, wir haben, wenn ihr nur einen stehen habt. Also Gino hat gesagt, der Gefangene von Azkaban. Das ist der zweite, ne? Das ist der dritte. Das ist der dritte. Aber wir haben auch den dritten. Wir haben auch den dritten gesagt. Ah, okay, dann ist also keine Punkte oder beide Punkte. Das ist eine Nullrunde. Okay. Aber ist es richtig? Gewesen? Denn es ist die Kammer des Schreckens. Fuck, habe ich erst aufgeschrieben und wir haben es eigentlich. Hätte ich nicht gedacht, weil ich Scheiße, ey. Hätte nicht gedacht, dass der große ich wusste, dass der richtig krass geschnitten war, weil ich das Buch gelesen habe und den Film gesehen und das Buch ist saugruselig und der Film ist total weit. Der Basiliskenkampf wurde zum Beispiel stark geschnitten. Der Grund war, dass die Kammer des Schreckens ist im Jahr 2002 erschienen. Im Jahr 2003, also im nächsten Jahr, gab es eine Gesetzesänderung, die es Kindern im Beisein der Eltern erlaubte, auch Filme zu sehen mit einem höheren Altersfreigabe. Deswegen mussten die Macher oder diejenigen für die deutsche Fassung Kammer des Schreckens noch deutlich anpassen und die darauf folgenden nicht. Krass. Ja, okay. Na gut. Mann, ich ärgere mich, weil ich extra aufgeschrieben habe, HP und die Kammer des Schreckens. HP. Ja, ich habe überlegt, so eine Backstage. Wie alt waren wir, als dieser Film im Kino war? Als das ich Buch war so, rauskam, war ich, glaube ich, so 8, 9. Da, glaube ich, 38. So. Keine Ahnung. Nicht unrealistisch. Okay. So, dann sind wir mit den Schreibfragen durch. Oh, ja. Okay, jetzt geben alle nur noch 5 Punkte wahrscheinlich. Ja. Nee, nee, wahrscheinlich am Ende die meisten. Jetzt kommen die Fehlerfragen. Oh, ja, das ist. Da habe ich mehr Chancen, weil. Okay. So. Fehler kann ich. Nee. Wie viele Punkte gibt eine? Weil ich kann mein Name 10 plus 10. Ich erkläre gleich mal genau, wie das funktioniert. Aber wenn mir jemand Wissen erzählt, dann weiß ich, dann kommt das alles wieder. Aber vielleicht erzähle ich auch noch Kacke und weiß nichts. Wie viele Fragen sind es jetzt? 5? 5, ja. 5. Also, ich stelle eine Aufgabe und zähle dann Sachen auf. Okay. Ihr müsst herausfinden, was da nicht reinpasst. Wenn ihr meint, etwas gehört zu haben, was da nicht reinpasst, buzzert ihr. Genau. Und sagt dann, was davon falsch war. Ihr könnt auch im Nachhinein buzzern. Also auch wenn ich schon ein paar Begriffe weiß. Man muss aber nur sagen, es ist falsch, sondern man muss nicht korrigieren, was richtig wäre. Also nicht wie bei aussortieren. Ihr müsst nur aussortieren und ihr müsst nicht direkt aussortieren, sondern ihr könnt auch später aussortieren. Genau, kann sagen, immer nur eine Sache falsch sein oder mehrere? Es gibt eine Frage, da sind zwei Sachen falsch. Ich sage dann auch, wenn das soweit ist. Und es gibt bei allen anderen ist immer nur eine Sache falsch. Also drücken und sagen, was daran, welche Sache falsch ist. Genau. Okay. Also sagen, was ist falsch. Okay. Okay. Wir müssen nicht begründen, warum oder wie, wir müssen nur sagen, das ist falsch. Geil, jetzt kommt aber der Kniff. Der Kniff? Kniff. Der Kniff. Wenn ihr richtig liegt, gibt es 10 Punkte. Wenn ihr falsch liegt, gibt es 10 Punkte Abzug. Ja. Also alles wie immer. Aber solltet ihr richtig liegen, kriegt ihr noch eine Bonusfrage. Und könnt sozusagen auf 20 Punkte erhöhen. Boah, das ist ja Bonus-Falschfrage. Bei der Bonusfrage, wenn ihr da falsch liegt, gibt es keinen Abzug. Okay. Oh, das heißt, du kannst 100 Punkte. Aber solltet ihr falsch aussortieren, also sagen, das ist falsch, aber ihr irrt euch und das war richtig, kriegt das Gegnerteam die Bonusfrage. Oh. Yeah. Ich habe mit Buzzern schlechte Erfahrungen. Dann kommen wir buzzern jetzt den Scheiße da raus. Warte, du sagst vorher, gut, wie viele falsch sind, ne? Also das genau. Du bist da mega gut drin auch. Da mega gut. Wenn du denkst, du bist da schlecht drin, dann bist du da schlecht drin. Du bist da gut drin. Das ist mein Ding. Guck mal, mein Puls steigt auch. 87 mal. 89. 91. 92. 94. Okay. Okay, let's go. So, dein Puls liegt auf dem Tisch. Zuck nur noch. Die erste Fehlerfrage. Okay, Fehler. Folgende Personen sind Hausgeister von Hogwarts. Die klagende Witwe, der blutige Baron, die graue Dame, der fette Mönch, der fast kopflose Nick. Nochmal? Soll ich pokern? Beginn von vorne. Ich würde auch pokern. Die klagende Witwe, der blutige Baron, die graue Dame. Der fette Mönch, der fast kopflose Mönch. Ihr sagt der fette Mönch, so. Nein, ich hätte was anderes gesagt. Nee, fetter Mönch ist... Den gibt es? Den gibt es safe. Die graue Dame gibt es nicht. Die graue Dame gibt es nicht. Die können nee, glaube ich auch nicht. Der fast kopflose nix safe. Ja, ja. Blutige Baron safe. Wo ist der fette Mönch? Ich glaube, die graue Dame gibt es nicht. Oder heißt der anders? Ist der Lass fette... ihn doch reden. Ja, okay. Ja. Der fette Mönch ist falsch. Also nicht... Also nee, falsch. Also ist nicht die Antwort, die wir gesagt haben. Ja, genau. Die graue Dame, oder? Die richtige Antwort wäre der gewesen, Baron, oder? Die klagende Witwe. Hä? Das sind zwar alles die maulende Myrte. Das sind zwar alles Geister. Ah,
Aber die sind so, aber nicht Hausgeist. Nicht, oh, ein Alter, Hausgeist okay. einem Haus zugeordnet. So ist es jetzt. Ja. 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 Wir kriegen Punkte. Das Ding ist nein, nein, nein. Bonus, nein, die kriegen 10 Punkte Abzug und wir kriegen die Bonusfrage. Nee, Bonusfrage gibt es nur, wenn man das richtig meint. Doch. Die Bonusfrage gibt es fürs Gegnerteam, wenn man falsch aussieht. Sag ich doch! So. Wieso hört mir keiner zu? Ey. Wir kriegen jetzt erstmal 10 Punkte abgezogen. Ich fasse diesen Buzzer auch die Bonusfrage an. Wir fassen den einfach an. Das ist auch ein Buzzer. Wir müssen einfach nur falsch sagen. Das ist schwer und das ist nicht die Struktur, mit der ich arbeiten kann. Du hast uns 10 Punkte abgezogen. Wir hatten 75 und die hatten 35. Ja, ja, stimmt. Genau. Wir sagen jetzt einfach nur was Falsches, ohne Buzzern, logischerweise. Ne? Genau. Und alles wird aber nichts abgezogen. Verlieren. Okay, das ist ja geil. Aber wenn ihr was falsch sagt, können wir dir auch noch die Bonus. Nee, das ist Bonus. Sag ich doch. Mann, du hast ja wirklich nichts verstanden. 94. Genau, ihr habt eine Minute dafür Zeit. Brauchst du eine Pulsshow? Ja, stimmt. Ihr habt eine Minute dafür Zeit. Die Frage lautet: In welchem Verwandtschaftsverhältnis befindet sich die graue Dame zu Rowena Ravenclaw? Rowena ich weiß Ravenclaw. Nicht, was die graue Dame ist, ehrlich wie lange gesagt. Eine Minute? So, Rowena Klasse. Ravenclaw ist eine der Hausgründerinnen genau. von Haus Ravenclaw. Ravenclaw. Ja, ja, genau. Soweit habe ich auch verstanden. Und die graue Dame ist ja kein Haus. Doch, ist ein Hausgeist von Ravenclaw, dann ja. obviously. So, die naja. Graue Dame, sagen, so, was sagen wir? Ihre naja, es Tante. Kann Schwester sein, Tante sein, Cousine sein. Schwester würde ich nicht sagen, oder? Warum? Sagen, weiß nicht. Ja. Es ist ihre Tante. Das ist ihre Tante. So, das klingt so ist richtig wie eine Tante, Harry Potter-ig, oder? Aber die Tante von Ravenclaw? Oder ist es das die muss Nichte? Ja die Nichte sein. Das muss nicht, aber... Aber ist hier so ein superalter Geist, der schon vorher da war, bevor sie das Haus gegründet hat, weißt du? Nicht mehr viel Zeit, ihr müsst langsam antworten. Sag irgendwas. Aber die Tante von... Sag irgendwas, mir egal. Wir können nichts verlieren. Sag irgendwas, du entscheidest. Dein aber Kopf. Deine Intuition ist besser, nur noch wenige Sekunden. Nee. Tante? Dann sagt Tante. Wir sagen Tante. Ja, ihr sagt Tante. Tante. Falsch, oder? Ja, ist falsch. Die Schwester. Die graue Dame, Helena, ist die Tochter. Ah, okay. Aber da waren wir beide nicht. Dass sie jünger ist, ist wahrscheinlich nur sinnvoller. Noch, die sind eng verwandt. Ja. Aber keine Ahnung, hätte nicht. So. Okay. Hier ist es so, hier gibt es keine Bonusfrage. Dafür gibt es hier zwei falsche Begriffe. Zwei falsche Begriffe? Zwei falsche Begriffe? Nein, nein. Also, muss beide wissen, um die ist ja voll kacke. Ihr könnt buzzern und eine Antwort geben und dann Schluss. Mhm. Dann lese ich weiter vor. Okay. Oder ihr könnt buzzern und zwei Antworten geben. Ah, okay. Also ihr könntet doppelt abstauben. Was mit ist, wenn einmal wir jetzt, also du liest auch nicht mal zu Ende, wenn wir direkt, wenn der Name fällt, buzzern und sagen, dann der ist falsch. Auch vorzulesen. Okay. Mhm. Dann haben wir 10 Punkte einfach nur. Und danach, genau. Okay. Danach lese ich aber weiter. Sollte ich noch nicht einmal komplett durch sein, weil es ja zwei falsche gibt. Das heißt, das andere Team kann dann auch nochmal 10 Punkte holen bei der gleichen Frage. Genau. Okay. Okay. Okay, also zwei falsche. Diese Wesen sind Bestandteil des bekannten Harry Potter-Universums. Fuck. Zentauren, Riesenspinnen, Minotauren. Minotauren? Richtig, 10 Punkte. Okay. Geht's noch weiter jetzt? Mhm. Ja. Jetzt ich hab schon wieder nicht gecheckt, wird was erklärt. Alter! Ich fange von vorne an. Diese Wesen sind Bestandteil des bekannten Harry Potter-Universums. Zentauren. Riesenspinnen, Minotauren sind draußen, Basilisken, Trolle, Greifen, Golems. Golems. Ja, Golems. Richtig. Ja. Du bist voll der Buzzer King, Mann. Hätte man auch müssen. Ja, beide gewissen. Zweimal 10 Punkte für Nils und Hauke. Geil. Sehr gut. Komm, come back. Oh, guck mal. Golems war einfach, weil es ist in jeder Hexenwelt, wo es die gibt, siehst du die sofort. Wenn es wäre nochmal Drachen gekommen als letztes. Gibt es Drachen? Ja. Ja. Ein ganzer Film handelt von Drachen. Da brauchst du mir nicht erzählen, dass du direkt das nicht im wusstest. Ersten Film hat doch Hagrid einen kleinen Drachen bekommen. Ah, in dem Ei. Das Ei von dem Fremden. No. I know. Ja. Das Ei von dem Fremden. I know. Ja, aber es wird schon, gesagt, dass es ein das Fremder Ei von dem Fremden. Ist. So. I know. Und dann wird nur suggeriert, von wem das Titel, I know. Okay, die dritte Fehlerfrage. Zähle jetzt auf, was für Spieler... Es gibt nur einen Fehler jetzt. Ja. Ja. Und dann wieder eine Bonusfrage, also wie bei dem ersten. Und da kommt eine Bonus. Und dann kriegen die anderen eine Bonus, jetzt, oder? Haben die einen Fehler? Ich zähle jetzt auf, aus welchen Spielern ein Quidditch-Team besteht. Ich weiß alle. Einem Sucher, drei Treiber, einen Hüter, drei Jäger. Zahlen sind das Problem. Ein Sucher, drei Treiber, ein Hüter, drei Jäger. Pro Team.
Genau, pro Team. Drei Jäger, ist falsch. Glaube ich auch. Ja, es gibt im Sinne zwei Jäger, glaube ich. Wahrscheinlich. Das ist falsch. Oh Mann, ey. Gut, das hätte ich jetzt auch gedacht. Krass, ich hätte auch Jäger. Ich hätte Jäger gesagt. Ich hätte gesagt. Es gibt nur weniger Hüter, ne? Ja, ist so. Doch, der Rest ist offensichtlich. Nee, Hüter gibt es nicht. Ein Hüter, ich habe ja nur gelesen. Es gibt weniger Treiber. Weniger Treiber. Da muss es gibt weniger Treiber. Ja. Okay. Ich hätte jetzt auch Jäger gesagt. Hättest du auch gesagt? Ich hätte auch Jäger gesagt. 10 Punkte Abzug. Genau, erstmal 10 Punkte Abzug. So, das macht die Bonusfrage. Bonusfrage. Jetzt kommt Gino, komm. Okay, ich muss jetzt nochmal was wissen. Puls 100, Team. Die Frage lautet: Was ist die Aufgabe der Treiber? Was nochmal? Was ist die Aufgabe der Treiber? Also der Hüter, der Sucher ist ein Schnatz. Genau. Machen die Jäger die Punkte und die Treiber klatschen die anderen Dings weg, oder? Ich weiß es leider nicht, Gino. Also Sucher ist der Schnatz. Ja, ja. Dings ist natürlich der Torwart. Dann gibt es Jäger und Treiber. Die Treiber haben noch die Jäger machen die Punkte und die Treiber sind so die Defense, oder? Die knallen doch den Sucher weg und die anderen Jäger weg. Das musst du beantworten. Ich kann das nicht sagen. Die knallen doch mit den Bällen die Jäger weg, hätte ich jetzt gesagt. Das heißt, das sind sowas wie die Linebacker, so Defense. Ja, genau, so Defense-mäßig. Die knallen die mit den Bällen weg. Von den Besen werden die runtergeworfen. Ja, stimmt. Ich glaube, das machen die immer so. Die hauen die immer genau, so. Genau, und Jäger runter. Machen die. Jäger ist. Oder sind das Jäger, die weghauen? Und die Treiber. Nee, andersrum. Treiber. Treibjagd. Es ist wie. Eine Antwort? Die Treiber, ja, was soll ich sagen, ist quasi wie die Defense. Sie jagen mit den Bällen die anderen Jäger. Okay, ich muss eine Rückfrage stellen. Wie machen die das konkret? Mit den Bällen, wie? Also, die werfen den Ball. Nein. Die, ja, können, also die bumsen die und, oder? Nein, die können den Ball... Sofort antworten? Die können den Ball so prallen und dann treffen die. Ich gebe euch nur 5 Punkte. Ach, die kriegen okay. Wieder, das ist doch einfach falsch. Ja es mal. Stimmt schon so. Er hat gesagt, also seine Antwort ist komplett warte. Eine Sache muss ich schon wissen. Weil wenn ihr selbst das nicht wisst, dann kann ich euch auch keine 5 Punkte geben. Okay. Wie heißen denn die Bälle, mit denen die andere abwerfen? Wenigstens das. Boah, Alter. Das ist voll schwer, weiß ich nicht. Ja, warte mal. Okay. Ich kann euch dafür keine Punkte geben. Das ist zu. Okay. Also. Mit Schlägern schlagen die Klatscher auf den Gegner. Ah, okay. Klar. Die Klatscher fliegen die ganze Zeit. Hättet ihr wenigstens die Schläger erwähnt, hätte ich auch gesagt, ja, 5 Punkte. Das war zu ungenau. Ihr wusstet nicht den Namen der Klatscher. Was die machen, die Frage war ja, was die machen. Was die machen. Wir wissen, was die machen. Alles gesagt. Die werfen die ab. Nein, aber er hat gesagt, die jagen die Jäger. Die werfen die Jäger ab. Im ersten Moment hat er gesagt, die werfen die ab. Das war einfach komplett falsch. Aber er schon nett, hast du noch auf Prallen geändert. Und das war auch bei Prallen auch nicht falsch ist. Wenn die mit dem Stock den Ball prallen. Es ist mir auf jeden Fall viel zu ungenau. Tut mir leid. Okay, na gut. Es tut mir leid. Wir sind uns einig, es war nah dran, aber zu weit weg. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Okay, die vierte Fehlerfrage. Okay, komm, Mario. Wir machen jetzt beide klar. Lass nicht mehr falsch drücken, damit die keine Gratisfrage haben. Eine, ne? Ja, wir müssen jetzt eine Frage mit einer Bonusfrage. Folgende Personen sind mit Draco Malfoy verwandt. Kurzer Tipp, ich rate euch nicht groß zu sagen, wer mit wem verwandt ist, denn die Bonusfrage hat damit zu tun. Okay. Folgende Personen sind mit Draco Malfoy verwandt. Scorpius, Lucius, Narcissa, Severus. Was sag ich nochmal, den genau. Sagt alle nochmal, Matthias. Sag nochmal alle nochmal. Scorpius, Lucius, Narcissa, Severus. Folgende Personen sind mit Draco Malfoy verwandt. Ich lese das letzte Mal vor. Scorpius, Lucius, Narcissa oder Severus. Also ich kenne zwei safe. Aber das hat. Das ist bei mir genauso. Ich will auch nicht mehr pokern. Ich glaube, du liest den Namen falsch vor. Severus, okay. Und dann ist das, glaube ich, auch die Antwort, der wäre falsch gewesen. Ja.
Severus ist falsch. Das wenn richtig, Severus ist, falsch. Dann ist falsch, ja. Okay, okay. Weil das okay. Hätte ich gewusst. Ja. Dann sind ich war mir nur raus. Nicht sicher, ob es einen Severius gibt. Und ich habe mich nicht getraut. Severus noch nie gehört. Aber ihr hättet okay. auch andersrum schließen können. Denn die anderen sind alle ich Namen nicht, mit Draco Malfoy verwandt. Ja, er ist jetzt auch halb so wild, aber ja. Severus hätte ich gesagt, nee. Die Bonusfrage wäre nämlich gewesen, welchen Verwandtschaftsverhältnissen sind die anderen drei Personen? Der eine Vater, ist der Vater, die Lucius Schwester. Lucius ist Vater, genau. Und ich weiß nicht, wer Scorpius ist. Scorpius ist noch nie gehört, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich auch nicht gedrückt. Ich wusste nicht, wer das ist. Aber ich Scorpius ist der Sohn von okay. Draco Malfoy. Oh, der Sohn? Draco Malfoy hat einen Sohn? Ja, später. Irgendwann ganz spät. Alter, das ist aber ganz am Ende, oder? Lucius ist der Vater. Das ist aber schon Fanfiction, oder? Ja, aber deswegen sage ich ja, ich wusste halt, wer Severus ist. Und Narcissa ist die Mutter. Okay. Ja, keine Ahnung, ey, zu krass. Z weiß alles. So, wir gehen zu den Argumentationen über. Hoffentlich geben die 25 auf Schlag. Die 100 aber war, fand ich bisher am coolsten vom Spaßfaktor. Okay. Bei den Argumentationen gibt es auch 4 Aufgaben und jede gibt 25 Punkte. Da es hier ein Nachteil ist, anzufangen, wird das abwechselnd gemacht. Das heißt, erst fängt ein Thema an, bei der nächsten Frage fängt das andere an und beim nächsten fängt wieder das erste an und beim letzten das letzte. Ihr könnt euch jetzt gentlemanmäßig darauf einigen, wenn nicht, lasse ich den Chat darüber entscheiden, ob das andere Team raus muss währenddessen. Also die der Argumentation des anderen lauschen darf. Ja, man kann schon als Sieh zweites Team krass dann dagegen. Wie einfach, der kürzere fängt an. Okay. Können wir so machen. Ich Bonuspunkt, das war echt schlau. Ja, so ist okay. Ein Punkt. Ist halt ein Zufallsmechanismus. Ein Bonuspunkt. Pro Argumentation. Es gibt wie viele Fragen? 5? 4, glaube ich. Oder? 4. 25 Punkte je Dings. Okay. Okay, wer fängt an, habt ihr gesagt? Ja, wir fangen an. Okay. Wenn das okay ist. Wie viel Zeit haben wir vorher? Ihr habt eine Minute Zeit zu argumentieren. Okay. Okay. Zu argumentieren, aber nicht um nachzudenken. Ja, nachdenken nur kurz. Okay. Ich lasse euch ein paar Sekunden nachdenken, 10 Sekunden oder so und sagt dann, jetzt geht's los. Wir dürfen beide argumentieren, ja? Die, als Gruppe. Genau. Ihr dürft, wie ihr wollt. Ihr dürft einen losschicken, wenn ihr denkt, dass das überzeugen, dass das so ist, oder was? Ich hoffe einfach, ich verstehe die Frage erstmal. Alles klar. Die erste Aufgabe dann an Matteo und Gino lautet, in welcher Situation hätte Harry Potter am ehesten scheitern sollen? Ich lasse jetzt die Zeit laufen. Als er in dem Labyrinth war und dann in die Falle gelaufen ist, als dann Voldemort wieder auferstanden ist. Ja. Weil wäre er da gescheitert in dem Labyrinth, wäre Voldemort nie wieder zum Leben also in diesem Moment nicht zum Leben auferstanden und sein Kumpel wäre auch nicht gestorben. Weißt du, aus Twilight. Ja, Cedric. Ja, und dann wäre die ganze Kette durcheinander weitergegangen und die ganzen Ereignisse wären nicht passiert. Also wäre er da gescheitert. Generell hätte er den Feuerkelch, das ist der vierte Teil, hätte er niemals irgendwas gewinnen dürfen, weil er viel zu unerfahren war, viel zu lascher Zauberer im Vergleich zu den anderen und er hätte dort niemals gewinnen können, hat dann mit sehr, sehr viel Glück und das war das Anfang vom Ende und da hat Voldemort wieder zu neuer Stärke hinzugefügt. Zeit vorbei. Ja, also wäre da gescheitert. So. Genau. Sehe ich das richtig? Wir dürfen gegen argumentieren jetzt? Ihr müsst für euren Standpunkt vor allem argumentieren. Genau, man geht ja von eurem Standpunkt. Genau. Nicht einfach sagen, dass unser nicht aktiv ist. Das jetzt demontieren. Genau. Ja, das darf ich aber schon auch. Kann sagen, eher nein. Okay. Eher nein. Du darfst jetzt nicht sagen, dass wir können das ja bei euch nicht. Okay. Ja, aber ich dachte, das ist der Nachteil, den du hast. Ihr sollt vor allem für argumentieren. Mhm. So, dann läuft eure Zeit jetzt. Zu Anfang? Wir fangen nur an. Für mich relativ von Anfang an. Ich mag Geschichten einfach grundsätzlich nicht, in denen das so ist, dass der Hauptcharakter nichts tut, um speziell zu sein. So ist Harry Potter komplett im Kern. Der fängt von Anfang an, alles, was er tut, um auch mal auf die Argumentation zu kommen, ist immer anderer Verdienst. Dieses ganze Turnier gewinnt er nur, weil ihm irgendjemand hilft. Er überlebt überhaupt nur, weil seine Mutter ihm hilft. Der schafft nie irgendwas aus eigener Kraft. Das einzige Attribut, das der mitbringt, ist Durchhaltevermögen. Und das Armen Bruder, das Armen halt Bruder! Total, also, das ist eine tolle Abenteuergeschichte. Ich will nicht sagen, die ganze Geschichte ist nicht, aber das Argument, ja, wenn er nicht wäre, dann würde die Geschichte anders verlaufen, das kannst du bei jedem Film sagen. Ja. Das Ding ist, die Geschichte, klar, die erzählt sich nur deswegen und dieser Moment ist deswegen wichtig, aber es ist halt total der lahme Moment so, ja, und dann hat seine Mutter ihn geschützt, deswegen hat er einen Teil von Voldemort, fertig. Alles Schicksal.
Harry Potter ist Schicksal. Einfach ein Lauch. Ja. Willst du noch was ergänzen? Also einfach ein Lauch. Also für mich ist das der Moment, in dem man am ehesten hätte scheitern Harry sollen. Harry ist einfach ein Lauch, der es nicht verdient von Anfang an. Okay. Kann ich nochmal die Frage hören? Jetzt entscheidet der Chat darüber. Welchen Moment hat er? Aufhören zu reden. Nee, okay. Jetzt entscheidet der Chat darüber, in welcher Situation hätte Harry Potter am ehesten scheitern sollen. Argumentation 1 von Matteo und Gino oder Argumentation 2 von Hauke und Niklas? Wie eben, 400 Votes oder das Endergebnis? Also 1 sind wir, 2 sind die... Genau, okay. Wer hat die bessere Argumentation gefahren? Nochmal Puls. Puls witzig, ist wieder ganz okay. Das wäre als Wechsel halt auch witzig. Also wenn man immer 30, 30, 30, 30. Mhm. Weil das ist jetzt wie bei so. Gamefights. Mhm. Ist das bei Gamefights so? Ich gestehe es jetzt einfach mal, ich habe das nie gesehen. Was ist 30-30? Naja, du kannst argumentieren, okay, dann andere... Müssen wir jetzt halt sagen, das haben die auch nicht erfunden. Also. Nee, stimmt. Und dann darf der andere nochmal 15 Sekunden und dann nochmal 15 Sekunden. Das finde ich auch cool, ja. Lass es doch Filmfights nennen. Oder gibt es das auch? Schade. Lass uns das Streamerfights nennen. So. Switchfights. Wir sind über 400 Votes mit 54% gewinnt 2. Ja, war sehr gut. Ganz schön laufen. War nicht. Naja, aber gut. Echt? Ich fand eure Argumentation, also ich fand eigentlich nur den Punkt dünn, wenn er nicht wäre, wobei, ja, nee, das kann man schon sagen, weil jetzt nicht komplett. Aber die Situation war, das war halt genau die Situation, wo ich auch dran gedacht habe, ja, wo mit angefangen hätte er es nicht geschafft, ne? Ja. Ich bin geschwankt zwischen dem und dem Moment, wo ihm klar wird, dass er ein Horcrux ist. Da dachte ich, stimmt. Wie kannst du denn jetzt weitermachen einfach, als wäre nichts gewesen? Du weißt, dass deine Existenz das alles mit auslöst. Aber irgendwann später klären die dann so, aber wenn er sich jetzt zerstört, dann ist Voldemort doch nicht weg. So, weil dann halt natürlich auch alle Fans gesagt haben, der könnte halt einfach jetzt Selbstmord begehen und das Ding wäre durch. Okay, so, die zweite Argumentation, diesmal fangen Hauke und Niklas an. Die Aufgabe lautet, welchen Zauberspruch oder Gegenstand aus dem Harry-Potter-Universum könntet ihr in eurem Alltag am sinnvollsten benutzen? Zauberspruch oder Gegenstand? Ich weiß es jetzt schon. Weißt du was? Nö. Echt? Und die Zeit läuft ab jetzt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Staub heißt, aber der Staub, den die in die Feuer werfen, um sich zu teleportieren. Willst du mich verarschen, ist das geil. Du kannst überall, an jeden Ort, einfach in die Feuerstelle gehen. Das ist das so ist komplett geil. Immer, auch fürs Klima, der Oberknaller. Eine kleine Stichflamme. Nie wieder Flugzeuge. Alle haben einfach immer so eine Tasche dabei. Ist der Oberhammer einfach. Du kannst auch einfach sagen, ja, ich könnte auch wieder ohne Handy leben in dem Moment. Wenn du wissen willst, was irgendwo los ist, ballerst du das da rein, kommst bei denen einmal aus dem Schlafzimmer, siehst, oh, sorry, noch nackt, mittendrin, ich gehe nochmal, ballerst das wieder rein und zack, bist auf dem Eiffelturm, wenn die da eine Feuerstelle gemacht haben. Das wäre für mich persönlich das Allergeilste. Teleportieren können quasi. Ja. Avarieren heißt das, glaube ich. Ich bin sehr froh, dass ich dass du in meinem Team bist. Ich dachte, du sagst mir auch, was dir hilft. Aber ich finde, das wäre in meinem Leben halt der Oberknaller. Ich könnte halt überall sein, wo ich will und parallel könnte ich immer hier bei euch sein. Überleg mal, wir könnten hier wieder arbeiten. Ich hätte auch was aber machen. Hier, mach den Kamin hin und ratzfatz kommen wir aus dem Dings raus. Schön aus Japan. Okay, Zeit vorbei. So, jetzt sind Gino und Matteo dran. Ja. Die Zeit läuft. Ich glaube, das Krasseste wäre, die Zeit zu manipulieren. Ja. Weil das ist, du kannst alles machen. Du kannst, also du bist einfach unendlich mächtig. Du kannst alles rückgängig machen. Du kannst alles dir ansehen. Du kannst die Zeit so langsam vergehen lassen, wie du willst. Du kannst an vielen Orten gleichzeitig sein, so wie Hermine das macht, die mit den ganzen Vorlesungen macht. Du kannst halt alles lernen. Wenn etwas passiert, du könntest im Prinzip alles, was Schlechtes passiert, verhindern. Du kannst, also das ist das Mächtigste, was ich mir vorstellen kann. Du darfst halt nur nicht in die falschen Hände geraten. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber es geht darum, dass du das hast. Genau, aber wenn du das hast, kannst du halt wirklich alles kontrollieren. Du kannst halt die Geschichte nachholen, was wirklich passiert ist. Ja. Das heißt, nichts betrifft dich mehr, nichts kann dich mehr manipulieren, weil du weißt, wie wirklich was abgelaufen ist. Genau. Und du kannst es natürlich zu deinen Gunsten auch ändern, wenn du es möchtest. Genau. Und das beinhaltet ja sogar Teleportation, weil du kannst, wenn du die Zeit bestimmen kannst, kannst du an jeden Ort reisen, ohne dass Zeit vergeht. Das heißt, das beinhaltet es sogar schon. Das heißt, global Zeit ist, glaube ich, das Mächtigste. Jetzt beziehen die unsere Argumentation ein. Ja, das habe ich auch gemacht. Und wir dürfen Zeit, also Zeitmanipulation. Wir sind noch dabei. Ja, wir haben Zeit. Hat Hauke bei uns auch gemacht. Ist faktisch auch einfach falsch gewesen. So. Jetzt wurde der Chat darüber, wer die bessere Argumentation gefahren hat. 1 Hauke und Niklas, 2 Gino und Matteo. Die Frage war, welchen Zauberspruch oder Gegenstand aus dem Harry-Potter-Universum könntet ihr in eurem Alltag am sinnvollsten benutzen? Wieder 400 Votes oder das Endergebnis.
Sag mal, dem Ding will ich eine Frage stellen, weil ich glaube, ein Ding sehe ich nicht so wie ihr, aber sonst ist es ein guter Punkt. Ich dachte auch erst an den Umhang, der unsichtbar macht. Ich hatte Umhang und Zeit gedacht. So genau. Aber Unsichtbarkeit schützt dich halt auch vor zu wenig Dingen und so. Also das ist nicht so mega. Ich fand diese Karte halt auch geil, die dir immer zeigt, wo alle sind. Die ist halt richtig krass. Die ist auch cool. Aber das Ding ist, wenn du die Zeit manipulieren kannst, hast du das auch alles drin. Ich will noch nicht dazu sagen, weil noch läuft. Immerhin sagt ihr nicht fliegen, weil fliegen ist immer das Lähmste, finde ich. Ist aber cool. Theoretisch ist auch Zauberstab. Zaubern können mit einem Zauberstab. Also ich habe auch, aber das ist so allgemein. Hättet ihr es genommen, hätte ich auch erstmal mit alles gewesen. So. Aber nur weil du einen Zauberstab hast, kannst du ja nicht zaubern. Ja, aber wir gehen mal von dem magischen, dass du halt zaubern kannst. Oh, und Trommelwirbel. Das dürfte jetzt zum Ergebnis kommen. Ja, so, wir haben. Oh, wir brauchen noch einen weiteren Vote, weil die gerade genau Gleichstand sind. Okay. Okay, dann sage ich noch nichts. Ich habe immer noch eine Frage. Und da haben wir eine Entscheidung. Eins hat gewonnen. 50 zu 49. Nur der eine Punkt, dass du gesagt hast, man altert nicht, die altern auch in ihrer Zeitreise. Das ist faktisch. Ja, also als du versuchst, das unseres zu entschärfen, ist nicht richtig. Weil die sich ja quasi einfach, die gehen zurück, aber die altern die ganze Zeit weiter während sie da sind. Das heißt, Reisen ist nicht obsolet. Wenn du halt zurückgehst, bist du trotzdem, musst du trotzdem da noch hin. Okay, krass. Ja, okay, so 49. Rick, ja, manche Antworten 3 oder 4. Dadurch hätte ich jetzt auch übereingestimmt, ist auch eine saubere Ungenauigkeit. Vor allem so wie die das haben, ist das schon super geil, dass du halt einfach weiter existierst, die Zeit auch nicht kaputt machst, sondern in der Zeit so. Also ein bisschen, ist halt immer verquer. Aber damit gehen tatsächlich Hauke und Niklas in Führung. Alter, Hauke! Yes! Krass bist du, ey. Du machst doch mit! Ich mach mit, ich weiß gerade nichts, Mann. Ich kann spontan mir nichts sowas überlegen unter Druck. Ich brauche dafür eine Stunde oder zwei. Schreib mich an, wir haben noch zwei. Okay. Diesmal fangen wieder Gino und Matteo an. Wir können nach der Argumentation eine kurze Pause für Trinken machen oder so. Und zwar lautet die Aufgabe: Ordnet einen eurer Kontrahenten, also in eurem Fall Niklas oder Hauke, einem Haus zu und begründet eure Auswahl. Einen? Mhm. Und die Zeit läuft jetzt. Also, Niklas ist Draco Malfoy. Niklas ist Slytherin, warum? Das ist jemand anderes. Ich weiß halt nicht. Von den beiden ist keiner voll der Streber. So, keiner ist so ein. Ich würde Hauke tatsächlich ganz lame Gryffindor zuordnen, denn Gryffindor steht für Mut, für Gerechtigkeit und vor allen Dingen für Freundschaft. Und das ist das, was Hauke kennzeichnet, hat viele Leute um sich rum und verlässt sich auf diese Leute, ist auch immer für einen da. Das heißt, Freundschaft ist für Hauke eines der höchsten Güter seiner Werte. Ja. Und Ehrlichkeit vor allen Dingen auch und Treue. Und da sehe ich Hauke auf jeden Fall bei Gryffindor, dass er da stimme ich dir 100% zu. Stimme ich 100% zu. Treue, Mut, Freundschaft auf jeden Fall. Einfach ein guter Mensch. Jetzt sind Hauke und Niklas dran. Ich würde Gino nach Gryffindor packen, weil er so nett zu mir ist. Ich will ihn in meiner Schule haben. Ich möchte, dass Gino bei mir ist. Ja, Matteo würde ich aber auf jeden Fall nach Slytherin packen. Weil nach Slytherin? Ja. Der ist nämlich, wir können ja debattieren. Wir können gegenseitig debattieren, wo wir Matteo reinpacken. Der ist nämlich so eine miese Schlange, weißt du? Der tauchte nämlich auf zu einem beschissenen Harry Potter Expertenrunde und hat sich einfach letzte Woche noch alle Filme angeguckt und hat in den letzten zwei Wochen sich alle Bücher durchgelesen und tut jetzt so, als wenn er nichts wüsste und manipuliert hier mit seinen Fäden alle in dem Laden und alle denken, er wäre der nette kleine Kerl, aber im Hintergrund fuckt er einfach die ganze Zeit alle ab und keiner checkt das, ey. Niemand rafft das, was der eigentlich für ein Hinterfragen futziges Stück Kacke ist. So, Slytherin. Ich hätte dich nach Hufflepuff gepackt. Einfach so, das ist auch Platz, da will ja auch keiner hin. Ja. Und da kannst du den ganzen Tag abhängen. Hufflepuff steht für mich für Kekse essen und chillen. Das ist mein Ding. Ja, auf den Ding. Okay, so, Zeit ist um. Der Chat entscheidet wieder. Eins geht diesmal an Matteo und Gino. Zwei geht diesmal an Niklas und Hauke. Die Frage war, ordnet einen eurer Kontrahenten einem Haus zu und begründet eure Auswahl. Wer hat besser argumentiert? Eins, Matteo und Gino, zwei, Niklas und Hauke. Wieder 400 Votes, beziehungsweise das Endergebnis.
Wo bin ich? Oder ich glaube, das ist diesmal das erste Mal eine eindeutige Entscheidung. Sieht zumindest bisher danach aus. Könnte natürlich jetzt noch krass kippen, aber ich glaube es nicht. Und es ist ja, auf jeden Fall. Eindeutig die 2 mit 70%. Echt? Fuck, ich wusste, dass Chat auch anspringt. Nee, also sorry, die waren viel besser. Ja, das waren die jetzt auch. Nicht nur, weil die Netze mir waren. Das war ja so smart, das Netz zu lösen. Aber ich wusste, wo Chat drauf anspringt. Aber ja, das war das Ding halt. Es war ja kein Nee, ich bin ein bisschen enttäuscht. Auch wegen Bonjour Werten und Sportsmännlichkeit. Das war so fair und sportlich. Ich saß hier wirklich und dachte, ist ja fuck, auch, ja, das hast du recht. Ich habe halt, hab halt die Dramakarte gezogen. Nee, ja, die negative Emotion. Es geht hier immer, ist immer noch E-Sport. Immer noch E-Sport. Okay. Ja, so. Eine, aber es hat 25 genau. Punkte, das reicht nicht mehr. Ist vorbei. Ich fand deins auch viel besser. Danach kommen nochmal 10 Buzzer. Nee, das war richtig gut von dir. Ich finde auch Matteo würde tatsächlich besser nach Hufflepuff. Wir machen jetzt mal Argumentation. Ja, wirklich. Finde ich wirklich. Das war die ganze E-Sport. Ich habe mir das einfach nur ausgedacht gerade. Darauf mal Anschlag. Darauf mal Anschlag. Darauf sportsmännischer Anschlag. Chat sagt aber, Wahrheit wird belohnt. Nein. Das heißt, es war gelogen, oder was? Hä? Der Chat steht über allem. Okay. Nee, nur gesagt, Wahrheit wird belohnt, nicht Wahrheit wird, also Unwahrheit wird bestraft. Das war okay. Alles. Oh, wenn jetzt nochmal geben, habe ich 135, dann können wir nicht mehr gewinnen. Die letzte Argumentation noch, mit einer kurzen Pinkelpause. Fuck. Wie lange geht's denn noch? Wir machen da nochmal 10 Buzzerfragen. Hä, aber ich muss gleich los. Lass mal. Wozu brauchen wir eine Pinkelpause? Also wenn jemand pinkeln muss, ja. Ich muss gar nicht. Ich muss Wasser aufnehmen. Nö, ich muss aufnehmen, nicht, aber Hauke hat zum Beispiel Durst. Ja, wir haben noch Wasser. Das können wir lösen. Wir haben kein Wasser. Okay, mach einfach weiter. So, diesmal beginnen dann Hauke und Niklas. Mein Mund ist so trocken. Ich möchte nicht sterben. Die Aufgabe lautet: Stellt eure Version eines guten Harry Potter Videospiels vor. Ich weiß. Warte, von dir noch? Ihr seid dran, ja. Die Zeit läuft ab jetzt. Ey, grundsätzlich gibt's das schon. Das ist dieses Garry's-Mod-Ding, wo alle rumlaufen und dürfen Schüler sein. Du darfst selber so eine Welt formen. Das Einzige, was ich daran doof finde, ist, dass du immer noch in die Rolle von diesen Charakteren schlüpfst. Ein richtig geiles Harry-Potter-Spiel, weil ich kann einfach in die Welt, bin selber Schüler, darf ein Charakter in dieser Welt sein, darf einen Zauberladen irgendwo haben, so ein Open-World-mäßiges MMO, wo ich im Rahmen der Logik dieser Welt alles machen kann. Das ist immer eine billige Antwort, aber bei Harry Potter bietet sich das so an. Ja. Ich kann zur Schule gehen, ich lebe ein ganzes Leben und irgendwann bin ich halt so alt, dass ich sterbe und dann spiele ich meine eigenen Kinder weiter. Ich spiele quasi meine Dynastie. Ich will noch Redezeit. Ja. MMO, ja, let's go. Verschiedene Fraktionen. Wir haben die Zauberer, wir haben die Spinnen, sind auch eine eigene Fraktion. Oh, das ist auch ganz geil. Die Kobolde sind eine eigene Fraktion und du kannst überall dein eigenes in der Bank arbeiten. Genau, kannst du überall dein eigenes Imperium machen. Und hier die Hauselfen sind auch eine Fraktion. Ja, ja. So, und du kannst die alle miteinander das war's. Geiles MMO, Alter. Okay, richtig geil. Und jetzt sind Matteo und Gino. Ich würde sowas wie Skyrim machen, aber mit Multiplayer. Also auch ein MMO, aber mit direktem Kampf. Aber der Kniff bei dem Spiel wäre, es gibt jeden Charakter aus dem Universum wirklich nur einmal. Das heißt, es gibt nur einen Harry Potter auf einem Server und das muss man sich erspielen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, du spielst dann und dann, wenn du der Krasseste wirklich bist oder wenn du bestimmte Prüfungen bestehst, dann wirst du Harry Potter und du bist der Charakter, bis du umgebracht wirst von Voldemort oder von weiß ich was. Und dann wird der Charakter wieder frei. Das heißt, wenn er stirbt, kann er wieder erspielt werden in verschiedenen Instanzen. Das finde ich geil. Ich würde nur kein MMO machen, weil es immer zu grindlastig wird eventuell oder das irgendwann zu weitläufig wird. Und es muss das Multiplayer haben. Es muss Multiplayer, aber es ist aber ein... Es ist aber ein Rollenspiel mit fixen Werten. Eher so, also du kannst das Singleplayer auch spielen, es hat aber Multiplayer-Elemente, sodass du das selbst halt dann Harry Potter spielen kannst. Zeit vorbei. So, Chat, wer hat besser argumentiert? 1 Niklas und Hauke, 2 Matteo und Gino. Stellt eure Version eines guten Harry Potter-Videospiels vor, war die Aufgabe. Es gab mal ein MMO, weil du das meintest mit dem gibt's nur einmal. Es gab mal ein MMO, wo die das so machen wollten, dass du, glaube ich, so eine Statue von dir in der Hauptstadt hattest. Welche waren das noch? Kann der Chat gleich mal sagen. Es gab ein MMO, da war das so geplant
Und dann gab es so eine Art Hall of Fame. Und da war irgendwie der die meisten Trades gemacht hat, der das gemacht hat. Ja, sowas, weißt du? Weil ja, immer das ist immer das da Nervige, voll wenn, nach hinten und losgegangen. Das Nervige ist immer, wenn jeder der Krasse ist. Alle sind krass. Aber es wäre geiler, wenn nicht alle krass sind, sondern nur die Krassen sind krass. Ja, ich will jetzt nicht gegen deine Idee argumentieren, aber grundsätzlich, weil ich fand zum Beispiel, WoW hat total verloren ab dem Moment, wo du krass warst. Mhm. Am Anfang warst du irgendein kleiner Typ, der aber in dieser Welt irgendeine Rolle gespielt hat. Du musstest 50 Freunde holen, um Ragnaros zu töten. Und später, hier ist der legendäre Pechzerberster. Niemand hat ihn je angefasst. Du gehst weg und hörst hinter dir, hier ist der legendäre Pechzerberster. Genau das, aber es gibt ja nur einen krassen. Genau das Problem meine ich ja. Jeder wäre aber du spielst doch Videospiele, um der Held zu sein, weil du im echten Leben der Loser bist. Aber es wäre so krass, wenn du auf diesem Server bist. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen und du triffst den dann. Alter, das ist echt der Leben. Das ist so unbelohnt. Ich meine, du kennst ja, für alle, die es nicht werden. Ja, aber das alle Online-Games ist das immer Harry irgendwas, genau, der halt 90.000 Punkte mehr hat als alle anderen. Aber es ging ja darum, ein Spielkonzept zu sagen, das es noch nicht gibt. Also ich mag die Idee, dass es die Charaktere gibt, aber dass die keiner spielen kann, dachte ich. Und da dachte ich, das ist geil. Nur einer kann das spielen. Das fand ich bei Herr der Ringe zum Beispiel geil. Dass und du so weißt, mit es gibt all die Charaktere in der Welt. Das Herr der Ringe MMO war später echt gut, ey. Das Endergebnis mit 59% gewinnt 1. Geil, MMO, Mann. Wir machen das war jetzt auch ein bisschen dankbarer, weil MMO sagen konnte, ist das ist eine Welt, die bietet. Das will ja jeder haben. Wobei ich noch sagen muss, als ihr dann dabei war, dachte ich, richtig geil wäre auch sowas wie, wie heißt noch, hieß dieses Star Wars Game, das letzte? Ihr könnt euch was zu trinken holen oder so. Nee. Das war der Rothaarige mit einem kleinen Roboter auf dem Rücken. Ja doch, Jedi Fallen Order. Ein richtig gutes Singleplayer Harry Potter Game, wo du die Geschichte richtig gut aufbereitet. Ehrlich gesagt hätte ich auch Singleplayer, aber ich wollte die nicht. Aber gibt ja schon Singleplayer. Ja, aber ich meine so ein richtig, richtig gutes, mit geilen Zaubern, kreativer Lösungsfindung. Stell dir mal vor, weil das schafft Voldemort. Voldemort als Raid-Encounter. Oder du spielst Voldemort. Aber das Ding ist einfach Rise of Voldemort. Du spielst alle Bücher Harry Potter Rise of Voldemort. Aber das Ding ist MMOs killen, gehst in die Basiliskenhöhle und da Dings, das ist, aber Herr der Ringe wurde auch gekillt durch das dumme MMO. Das ist überhaupt nicht wahr. Das letzte MMO war echt gut. Das hat bis vor einem Jahr lief das noch. Es läuft, glaube ich, immer. Das war welches? Das Herr der Ringe MMO war echt ein gutes Spiel. Ja, Jens sagt auch das gut. Ja, echt? Wirklich. Also, auch so, ich kann das nur empfehlen, sich das nochmal anzugucken, auch wenn die Grafik echt abschreckt. Das ist am Ende ein richtig gutes, richtig storyverliebtes Spiel auch gewesen. Aber richtig geil wäre... Ihr könnt jetzt trinken holen oder so eine Hauke. Was die Spiele immer unterschätzen, ist die kreative Lösungsfindung, finde ich. Harry Potter hat so viele Zauber und so viele Sachen in der Welt. Und dann stellen die dir hin und sagen, hier ist eine Wand. Aber ich liebe über die Wand. Und deswegen glaube ich, so ein Singleplayer wäre da viel so kreative Lösungsfindung. Also nochmal 100 Punkte kann man machen. Ich kann halt entweder einen Zauber super gut können oder ich kann ganz viele Zauber. Und ich gehe in die Bibliothek, lerne noch was. Neue Zauber, Level hoch. Kann noch mehr. Matteo googelt noch mal ein paar Harry Potter Facts. Scheiße, wir haben kein Argument gewonnen, Matteo, ey. Ja, ist ein bisschen schade. Fuck, Alter. Habt ihr wirklich keins gewonnen? Nee. Nee. Mit 60 hinten. Alter. Das heißt, wir müssen 6 Fragen beantworten und die keine. Das nehmen wir gleich auf. Auf gut Deutsch. Fuck, wenn wir nichts tun, haben wir eine relativ solide Chance, das zu gewinnen. Gewonnen, das ist schwer zu gewinnen. Schade. Niklas, wir spielen nur safe, wenn wir wirklich 100% sicher sind. Hä, lass doch ein bisschen was riskieren. Nee, bitte nicht. Ich will auch mal was gewinnen. Musst du die neuen WoW-Addons spielen, da gewinnst du. Aber das fand ich bei WoW wirklich voll schade. Am Anfang bist du so ein Dulli, der halt rumrennt mit seinen 60 Freunden, die alle gleich sind. Und du kannst zwar die Items kriegen, aber du wirst nie ein krasser Typ. Und spielst du der allerkrasseste mit deiner super krassen Superhaul. Und Rexa kommt vorbei und irgendwie holt dir noch mal kurz einen runter, bevor du abends auf den Raid. Das Ding ist, wenn du nur einen Spieler oder einzelnen belohnst, dann sind halt die Spieler, die ihr komplettes Leben einfach aufgeben. Aber und ich finde die Idee trotzdem ganz cool. Also für das richtige Spiel ist das schon cool, dass es halt so einen legendären... Weiß der Chat das, welches MMO das war? In der Beta war das noch drin. Gelesen, das ist so ein bisschen wie Ready Player One. Das ist ja auch so, dass also du in der Beta war das halt noch drin. Dass dann, da gab es so eine Hall und da bist du reingegangen und dann standen die da alle, die Spieler. Also eine echte Statue, die auch aussah, wie der Spieler zu dem Zeitpunkt aussah. War das nicht bei Warhammer? Jetzt mehrmals Archlord. Könnte schon sein. Und zumindest 4 Leute geschrieben. Warhammer 5. Age of Reckoning hat das in der Halle? Ja, das kann sein. Warhammer habe ich auch gespielt. Archlord habe ich halt nicht gespielt. Deswegen. Aber Warhammer könnte gut sein. Oh Mann, die Mechanismen waren geil, aber das Spiel war so kaputt, ey, leider. Ey. Archlord ist so ein ungünstiger Name für den deutschen Markt. Ne? Frag mich, ob sich da keiner drüber Gedanken macht vorher manchmal. Archlord. Archlord. Der ist wieder Archlord. Okay. Okay, jetzt müssen wir wieder fix sein, was? Es wird gefixt. So. Okay. Wird abgebuzzert. Nochmal schön. 10 Fragen gibt's? 10 Buzzer-Fragen, genau. Wie in der ersten Runde. Jetzt müsst ihr euch nur noch konzentrieren können, nach über 1,5 Stunden. 10 Fragen ist auch krass. 10 ist echt krass. Okay. Welcher Gegenstand dient
als Horcrux von Voldemort bezogen auf das Haus Ravenclaw? Welcher Gegenstand dient als Horcrux von Voldemort bezogen auf das Haus Ravenclaw? Ich will nicht zocken. Wir müssen zocken, ne? Wir müssen da was machen. Ich bin viel zu unsicher. Ich bin mir unsicher, ich weiß, glaube ich, was. Ich weiß einige. Das Ding ist, wenn ihr es falsch habt, ist schlimmer, als wenn ihr nicht weiß. Schreib mal auf, welches du denkst und warum. Also erstmal welches. Nicht zu lange. Ja. Du schreibst so hässlich. Fünf, ja, ja, vier, okay. Ja, dann drei, wir müssen einfach. Wir, oder? Ja, zwei, eins. Ja. Ja. Ein Schwert. Was ist das von Ravenclaw? Keine Ahnung, ob es Ravenclaw-Schwert ist. Stimmt, glaube ich sogar. Es gibt ein Schwert. Es gibt ein Schwert, ich weiß nicht, zu welchem. Ja, das ist falsch. Es ist das Diadem von Ravenclaw? Es ist das Diadem. Ja. Ah, wo ist das, von wem ist das Schwert? Das ist was ganz anderes. Das kommt irgendwo anders her. Das hängt im Büro von ihm oder so. Einfach. Nee, das Schwert finden die doch in dem Teich da, ne? Wo der. Ja. Ja, ich war mir nicht sicher mit dem Diadem, deswegen habe ich nicht gedrückt, weil ich dachte, ich bin jetzt ein Arsch und spiele auf Punkte. So. Wir finden ihn im Teich. Ja, Schwert war Gryffindor. Schwert war von Gryffindor. Ah, shit. Natürlich war es von Gryffindor. Egal, wir müssen eh zocken im Etherlorn. Ja, wir müssen, ja. Ist egal. Jetzt sind wir auf null. Ja, jetzt so, ist egal. Nächste Frage. Dann drücken wir jedes Mal. Ja. Wie heißt die Schwester von Albus Dumbledore? Elvis. Elvis Presley. Elvis Presley. Dumbledore. Keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß es. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin mir so 20% sicher. Oh, ich würde es gerne sagen. Nee, bitte nicht. Ja. Na, ihr habt doch eh schon gewonnen. Ihr habt mehr als doppelt so viele Punkte. Ja, kannst er weiß es doch machen. Nicht. Denk doch an die Zuschauer. Ja, dann von mir aus. Verspiel unsere Punkte. Okay. Dolores. Oh, das könnte sogar... Nee, das ist Umbridge. Also Dolores Umbridge, oder? Das ist so ähnlich, aber ich guck mal nach. Dolores ist doch Umbridge. Ich guck mal nach, ob sie einen zweiten Vornamen hat, aber ich habe einen anderen Namen gesucht auf jeden Fall. Dolores, ja, das ist falsch. Hättest du mir drin den Namen geflüstert, okay, hätte ich sofort gesagt, Sie heißt Ariana. Ariana. Gut, ab jetzt flüsterst du mir das vorher. Und ich hätte nämlich beim ersten Laut schon gesagt, Okay, Hauke, gut, dass du so schlau bist, nachdem die Antwort genannt wurde und gesagt wurde, dass es falsch ist. Du hast gesagt 20%, das war vielleicht 3. Ja. Ab jetzt hast du gezockt? Es war eine Gefühlsantwort. Jetzt hast du gezockt, jetzt ist gut. Ich wollte auch mal zocken jetzt. Komm. Jetzt haben wir gut. Ich wollte weit vorne sind. Einmal zocken hast du noch gut, weil ich habe auch echt viele Punkte verspielt. Ja, aber du hast ja auch reingeholt vorher. Okay. Die Frage lautet... Nenne eine der zwei Zutaten, die Voldemort für das Elixier zur Schaffung eines provisorischen Körpers benötigt hat. Ich zock, okay? Ja. Fuck, ich weiß, die Hand seines Untertanens oder ein Teil von seinem Gliedmaß von seinem Untertan. Das ist falsch. Was hättet ihr gesagt? Ich hab's im letzten Moment ist mir eingefallen, dass das nicht richtig ist. Okay. Aber du wolltest das auch sagen, oder? Ja, aber das ist irgendwas ganz anderes. Da ist irgendwie ein. Ja, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich. Die gießen so Sachen zusammen und dann formt er sich wie so ein ekliges. Hängt ja da am Körper auch dran. Was war denn das mit der Hand? Das ist, als er versucht, wieder einen richtigen Körper, sich selbst wieder zu machen, braucht er das Fleisch eines Dieners freiwillig gegeben. Aber es dachte ich, das Blut ist das eines Feindes mit Gewalt genommen. Stimmt. Und dann muss irgendwie sowas, er muss es so. Ich habe im Chat sehr oft eine der beiden Zutaten gelesen, nämlich Einhornblut. Ach, stimmt. Das trinkt er ja. Genau. Stimmt. Das sieht man. Ich habe es gedrückt, aber ich wusste nicht, was es braucht. Genau. Das andere ist, glaube ich, ein bisschen spezieller. Ich weiß gar nicht, ob man das im Film sieht oder so. Schlangengift ist es. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt im Film mitbekommt oder nur in den Büchern, bin ich mir ganz sicher, aber ans Einhornblut kann ich mich auch noch erinnern. Einhornblut und Schlangengift. Ja, man sieht ihn ja, dieses Einhorn. Der trinkt das ja, der saugt das leer. Okay. Die vierte Frage. Dumbledore ist der Schulleiter von Hogwarts, aber wie heißt sein Vorgänger? Uff. Boah, das muss auch richtig weit zurück in den Lore, Alter. Ja. Puh, ne. Da ist nichts. Nein, gar nichts. Also, das sind ein paar Expertenfragen, muss ich auf jeden Fall reinnehmen, damit das Expertenquiz heißt. Also, machen wir die zu, weil dann würde ich irgendwas sagen. Ja, ich glaube, es war einer von den Schulen. Der heißt wie einer der Schule, aber ich weiß es nicht.
Der ist ja uralt, der ist ja also ewig schon. Es gibt, weil ich die Filme jetzt erst gesehen habe, in Kammern des Schreckens gibt es ja zum Beispiel diesen Rückblick, wo Harry Sachen sieht aus der Perspektive von, ihr wisst schon wem, deren Namen nicht genannt werden darf. Und da hört man den Namen des Schulleiters. Und das ist Direktor Dibbitt. Oder Dibbitt. Oh, nee. Direktor Dibbitt. Never ever. Aber daraus hätte ich es jetzt gewusst. Daraus habe ich es bezogen. Okay. Frage 5. Auf welche Person hätte die Prophezeiung, die eben jenen prophezeit, der Voldemort besiegen könne, außer Harry Potter auch zutreffen können? Ich lasse euch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Da muss man wahrscheinlich den genauen Wortlaut jetzt kennen. Ich drücke einfach. Mhm. Snape. Scheiße. Bestimmt. Hat du Prinz auch gesagt, ja. Hätte jetzt einfach keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch richtig. Nee, ist nicht richtig, sonst hätte er schon was gesagt. Ist falsch. Ich hätte jetzt Neville Longbottom gesagt, weil ich dachte, das wäre. Das ist richtig. Geil. Gut. Ah, ja, das stimmt. Das stimmt. Hättest du jetzt nicht, hätte ich aber auch gedrückt, hätte Neville einfach aus Zocken. Genau. Die Gründe sind, seine Eltern sind genauso wie Harrys dreimal vor Voldemort entkommen und dann noch das Geburtsjahr passt und. Ja, außerdem wäre es irgendwie naheliegender, weil keine Muggel und so weiter. Okay. Krass. Aber wie war denn die Prophezeiung genau? Wahrscheinlich so. So ein langer Text, von wegen dreimal entkommen und bla. Das und das und das, aber nicht Neville. Nee. Das wäre eine geile Prophezeiung, wo du am Ende noch so drei Reihen Wir spielen, glaube ich, nur noch um den Punktestand. Ja, wir spielen noch um den Punktestand. Schon länger. Ja, jetzt können wir richtig zocken. Sechste Frage. Welches Wappentier hat das Haus Hufflepuff? Ein Dachs. Das ist richtig. Oh, gut. Schlecht, Alter. Gut. Ich so schnell nicht, ich hätte lange überlegen müssen. Danke. Gut. Das ist das Einzige, was ich nachgucken musste, weil ich nicht wusste, welches ist. Also habe ich das als Frage genommen. Das ist ja auch echt, das ist mein Haus. Das darf man immer nicht lassen. Das ist echt ein lahmes Haus, ey. Hufflepuff ist leider das Lameste, ne? Ja, deswegen gibt es ja auch nicht halt mittlerweile nix, Team Hufflepuff und so. Also. Die siebte Frage. Die Leute, die was Besonderes sein wollen, die sagen, ich bin Team Hufflepuff. Ja, genau. So, das hätte ich auf gar keinen Fall gewusst. Das ist eine Zuschauereinsendung, aber. Ja, weiß keiner. Die Zuschauereinsendung sind immer die schwersten Fragen. Genau. Vielleicht wisst ihr es aber trotzdem, aus irgendeinem Grund. In welchem Dorf lebten James, Lily und Harry, bis Voldemort sie überfiel? Das weiß doch kein Mensch mehr, wie das hieß. Das Dorf. Ich weiß, wie es aussieht, als sie zurückgehen, ne? Aber... Okay. Freunde. Weiß keiner? Magic Village. Godric's Hollow. Ja, stimmt. Ja, wenn man es hört, hätte man wissen können. Ja, genau, ich sag auch nicht, es ist... Aber ich hätte... Bei mir war das komplett weg. Ist spezifisch. Komplett weg. Ich habe nicht mal mehr so, okay, wusste ich, sondern einfach. Aber gut. Frage 8. Da denke ich, das könnten alle wissen. Also ist schon, kann man wissen, auf jeden Fall. Wie war Lord Voldemorts ursprünglicher bürgerlicher Name? Tom Thomas Riddle. Hä? Deiner ging nicht. Nee, ich habe zuerst, glaube ich. Welchen hast du gesagt? Tom Forlost Riddle. Richtig. Mein Junge. Gefühlt hätte ich auch gedacht, ich war eher, aber ich kann es auch nicht. Ja, der Buzzer wird schon recht haben. Also. Der wird schon recht haben. Das ist einwandfreies JavaScript. Danke. Hier wäre übrigens das mit Englisch und Deutsch interessant, weil im Englischen heißt der Marvolo. Marvolo mit zweiten Vornamen. Ich dachte gerade, ich bin dumm, ich hätte es nicht zugegeben. Ich dachte, er ist Marvolo. Genau, und im Deutschen ist komplett anders. Genau, einen zweiten anderen. Ja, so. Der zweite Name ist anders. Alle anderen sind richtig. Gut. Weil ich glaube, wegen Anagramm. Man sieht, man sieht ja im Film, wie die Buchstaben so hin und her gehen. Deutsch, und keine Ahnung. So, neunte Frage. Wieder eine Expertenfrage. Aber weiß ich. Wer war Frank Bryce? Frank Bryce. Bryce. Frank oder Bryce. Bryce. Ich zock jetzt. Bryce. Der Hausmeister, den Voldemort tötet, weil er die belauscht. Ah,
Oh, das könnte stimmen. So nix. Ist ein Muggel, der halt da vorbeikommt und dann die belauscht bei im Gespräch. Und dann kommt Nagini, kriecht dann an ihm vorbei. Das ist der eigentlich der Hausmeister oder so. Nagini. Chat sagt teilweise richtig, teilweise falsch. Ich bin auch hin und her gerissen. Okay. Genau, er ist kein Hausmeister, aber sowas ähnliches. Ja, aber ich habe genau beschrieben, wer das ist. Ja. Darum dann der Hauswart. Darum sage ich 5 Punkte, genauso wie... Okay, was ist er wirklich? Ist er ist Gärtner. Ah, okay. Na gut. Das geht in nicht eine kann man nicht schlecht. Nicht schlecht. Gärtner ist ja quasi der Hausmeister des Gartens, kann man so. Ich dachte nur, weil der im Haus ist und irgendwie ja, das Schlüssel hat. Als wenn man einen Ball mit der Hand oder mit dem Stock schlägt. Ich sag mal, wie es ist, mein Gärtner hätte keinen Hausschlüssel. Aber was weiß ich schon, ne? Okay. Okay, die letzte Frage. Die letzte Frage ist eher so Trivia-Wissen. Danke für 5 Punkte. Was ist die? Eher so Trivia-Wissen, nicht so direktes Wissen, was man aus den Büchern zieht oder so, sondern so Sachen, die man gerne erzählt, wenn man über Harry Potter redet. Da kenne ich mich mit aus. Genau. Die Frage ist, die allerletzte heute, warum nahm Richard Harris die Rolle des Albus Dumbledore an? Was war der Grund, warum er diese Rolle annahm? Warum nahm er diese Rolle an? Gerne so ein Fun Fact Ding. Also ich glaube. Nee. Mhm. Weil er wollte das eigentlich nicht. Ja, die Frage macht, das macht keinen Sinn. Was ich sagen wollte, das macht keinen Sinn. Warum? Meistens ist das halt immer, soll ich zocken? Im Chat hast du auf jeden Fall schon richtig gelesen. Ja, ich weiß das auch. Ich würde halt zocken. Ja, tut. Ja, drück mal und sag. Ja, nee, komm, ihr seid im Rückstand. Mach du. Komm, mach hier. Nee, mach die Gentlemans hier am Ende. Ich würde sagen, weil seine Töchter die Bücher so toll fanden, das ist fast immer die Begründung. Das lasse ich gelten. Okay. Seine 11-jährige Tochter drohte nie wieder mit ihm zu sprechen. Jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich schon so oft in den Medien gehört. Ich stand schon dreimal auf irgendeinem Filmset, da hat der Regisseur gesagt, haben wir nur gemacht, weil meine Töchter das so toll finden. Oder so. Ja, gut. Ist so, wie gesagt, so typisches Trivia-Wissen. Fun Fact. Hätte nicht gewusst, war komplett geraten. Aber es ist halt der einzig richtig gute Grund. So. Damit entscheidet sich, dass Glückwunsch, Hauke und Niklas die Experten in Harry Potter sind. Sehr stark. Du musst aber sagen, das ist schon 90% dein Verdienst, Hauke. Das ist nicht wahr. Doch. Fast alle Punkte, die ihr spielt, habe ich auch wieder fair gespielt in der Argumentationsrunde. Ich wusste nicht eine Wissensfrage. Argumentation war 10 von 10, 100 Punkte halt. Das war ja, wobei ich halt wirklich gesagt, ich fand die Runde echt gut mit dem. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, fuck, Alter, jetzt ist der auf einmal nett. Ich weiß überhaupt nicht mehr, aber du hast so viel Hass gesprüht, dass du den Chat wieder auf deine Seite gezogen hast. Ja, ich fühle mich auch echt schlecht deswegen. Ja, wirklich. Ich hab so gedacht dabei, so, oh fuck, das kannst du doch jetzt nicht machen. Für die Punkte. Aber für die Punkte habe ich dann gedacht, okay, ziehst du jetzt durch und übertreibst es noch mehr. Danke, Maurice. Schönes Match. Sehr schöne Ausgabe. Ja. Das war echt geil. Nächstes Mal Star Trek, ne? Star Trek bin ich voll dabei. Mal gucken. Knall mich ab. Ich komplett rauf. Bring meinen Bruder mit. Wie oft macht ihr das denn? Das hat keinen Sinn. Das war das erste Mal. Das war das erste Mal mit heißer Nadel gestrickt. Ja. Es hieß nur auf einmal Montag. Ja, wir kommen Donnerstag. Einmal müssen wir Herr der Ringe machen als Meme eigentlich. Herr der Ringe wäre richtig geil. Herr der Ringe auch geil. Ja. Alle gegen Hauke. Aber ohne dieses Argumentationsding, glaube ich. Das Argumentationsding ist ein bisschen. Aber lass mal bitte beim nächsten Mal mit Vorlauf und jeder darf nochmal die Filme gucken. Ja, ja. Also ich habe Herr der Ringe alle gelesen und das Silmarillion gelesen und alle als Hörbuch nochmal gehört. Aber ich wäre jetzt auch nicht, das würde ich sagen, ungefähr so wie du in Harry Potter, würde ich jetzt schätzen. Ja. Ich weiß echt gar nichts mehr. Du wusstest es echt Ich saß hier und hab nur gedacht, das wisst ihr noch die ganze Zeit. So, ich wusste halt krass. Viel mehr, als ich gedacht hätte. Das war so krass. Ja, richtig war krass. So, ich bin da wirklich eingeschlafen, aber ich habe immer so, was? Ich habe die ganze Zeit auf eine Frage gewartet, weil die in jedem Harry Potter Quiz ist, wie der Spiegel heißt. Ja, Leere Gap. Hätte ich nicht gewusst. Doch, hast du gewusst. Das ist das, was ich als erstes Wort hast du geschrieben, Mann. Ich dachte, das kommt bestimmt. Ich habe nicht gecheckt, was damit meinst. Was schreibt der da? Ich habe Begehren aufgeschrieben. Das kommt bestimmt. Mann, ich ärgere mich nur ein bisschen wegen und die Kammer des Schreckens und einäugige Hosenschlangen. Ich fand das richtig geil. Das Argumentationsding war ein bisschen fuck. Das Problem beim Argumentationsding ist, wenn der Punktestand halt in eine Richtung tendiert, dann will der Chat sowieso auch spannend machen. Ja. Weißt du? Weil wir haben halt geführt am Anfang, dann haben die halt natürlich angeglichen und dann wart ihr besser in der Argumentation und dann habt ihr halt davor. Ihr wart ja komplett besser. Also in allen vier wart ihr deutlich besser. Ich muss zum Beispiel sagen, ohne gemeinsam zu wollen, Eckal fand ich super scheiße.
Das finde ich so eine Kackantwort, diesen Eckal. Ja. Ich dachte wirklich so, ey, Alter, ach so, ja. Das ist nicht mal ein Tier. Das ist komplett. Das war, wir hatten ein Motorboot, er hatte Playboy-Bunny. Aber ich hatte einen Pickup-Truck. Cool, dass ich die Punkte damit geholt habe. Ich dachte wirklich, das ist nicht mal entfernt ein Tier. Ja, genau. Ich habe es zu Gino auch nur gesagt, das ist nicht gut, aber das wird gewinnen, weil egal, das Meme gerade ist im Chat. Das war halt, und deswegen. Ach so, deswegen. Ich dachte, das ist auch ein uraltes Meme. Okay, ich wusste nicht, dass das gerade im Chat ist. Okay. Ich hätte Pickup-Truck halt. Dann habe ich vielleicht unterschätzt, wie sehr es den Zeitgeist trifft gerade. Ja. Weil ich hatte dann bei dir Schwanzlurch gesehen und gedacht, okay, ist besser als Hosenschlange, aber Hosenschlange gibt es ja nicht mal richtig. Ja. Ich wollte auch erst Nacktmull nehmen, wegen seinem Penisbild. Ich dachte auch das Penisbild, aber ich wusste nicht, dass egal hier noch so heiß ist. Ja, nee, das ist gerade. Ich wusste nicht, dass hier noch 2018 ist. Nee, das ist nicht nur bei uns. Mann, das ist ja auch witzig, das Meme. Das war nur ein dummer Spruch. Egal. Das war gerade so ein bisschen überall. So ein bisschen, ja, geil, coole Ausgabe. Ansonsten, was mit Buzzer ist halt richtig geil. Buzzer ist geil. Buzzer ist richtig geil. Was sind die Buzzer? Geil. Auch voll geil. Wie geil das ist. Von der richtig geil. Ich dachte, ich verzichte mal auf den Timer, sondern mach das so. Ja, finde ich voll cool. Das ist voll nice. Also das grafisch super. Ja. Könnte man direkt verkaufen an Ravensburger. Ja, nice. Oder jemanden. 3%. Hasbro. Okay, dann. Und jetzt? Jetzt Feierabend.